Herzlich willkommen bei der Nummer 12 vom Fotocafé. Heute wieder live aus der Wiener Fotoschule. Und wir haben einen Gast dabei, nämlich den Wolfgang Röss. Freuen wir uns sehr, dass der Wolfgang da ist. Hallo, ja, sitzt da neben auch ein Mikro drüber. Vielleicht noch zum letzten Mal. Wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt, weil wir, werde ich jetzt mal vielleicht noch mal von der Präsentation wegschalten, dann seht ihr ja uns zwar. Wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt. Wir haben uns sozusagen selber ein Ei gelegt und haben euch nämlich nicht hören können. Und immer hat uns jemand dann sagen müssen, ja, bitte Frage so, Frage so. Das haben wir aber jetzt gelöst. Und wir haben uns jetzt entschieden, das Fotocafé auch in Zukunft nicht als Stream zu machen. Wenn wir es nämlich als Stream machen, verlieren wir die komplette Interaktivität und können mit euch nicht reden. Und das ist uns einfach eigentlich zu anonym. Und jetzt haben wir uns eben entschieden, dass wir das so machen. Und wir lernen natürlich auch tagtäglich dazu. Heute hat wieder Technik aufgebaut. Der Oliver war schon früh da und hat mir geholfen. Also wir haben ja heute Mikrofon, schönes Licht, ja, Hintergrund extra aufgebaut. Genau, alles, was so jetzt begleitet. Schau einmal, da hat schon jemand den Chat geschrieben, der Walter. Ja, hallo, super, dass ihr dabei seid. Und jetzt werde ich gleich mal wieder zur Präsentation wechseln und euch einmal so vorstellen, was wir heute zeigen werden. Wie gesagt, das ist schon die Folge 12, also wir sind wirklich sehr, sehr fleißig, haben wir super Rückmeldungen von... Unwahrscheinlich, wie die Zeit vergeht. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Oder? Also von unseren Partnerfirmen und so weiter, also wird oft darauf angesprochen, also wirklich super Erfolgsgeschichte und ihr seid auch ein Teil davon. Na, der Hauptteil. Sorry. Der Hauptteil, genau. Ja. Ich werde euch ein bisschen was aus der Ramsau zeigen. Wir waren jetzt in der Ramsau mit einer Gruppe letztes Wochenende und dann geht es um neue Funktionen im Adobe Lightroom Classic. Lightroom hat komplett neue, hat eigentlich wirklich ein großes Update bekommen und sind ein paar ganz interessante Funktionen dabei. Dann ganz besonders freue ich mich, der Uli Schneebauer wird uns das Buchprojekt der Fotogruppe Leibniz vorstellen. Und der Oliver hat dann eine interessante Photoshop-Aktion vorbereitet, wie man Menschen entleert. Wir werden euch ein bisschen was über einen Modefotografie-Workshop in Wien erzählen. Und dann gibt es noch Bilder von Hallstatt. Es steht jetzt exemplarisch der Wolfgang da, aber es haben dann die Leute waren so eifrig und haben am Nachmittag noch Bilder hochgeladen. Die haben wir jetzt alle noch eingefügt, darum haben wir sie auch namentlich nicht erwähnt. Und zum Schluss gibt es wieder eine Photoshop-Aufgabe an den Oliver. Wir sind am Mittwoch, also letzten Mittwoch in die Ramsau gefahren, bei bestem Wetter. Und der Gletscher, sozusagen die Seilbahn, war auch wieder offen, zwar mit einer Beschränkung. Man muss quasi eine Zeit vorbuchen. Aber wir hatten dann ganz, ganz tolles Wetter und sind zur Seetaler Hütte raufgewandert. Durch das, dass zwischendrin immer wieder auch geregnet hat, war natürlich auch die Möglichkeit da, Makros zu fotografieren. Also das war eine tolle Sache. Und wir sind dann am Donnerstag zum Johannesfall gewandert. Da waren wir das erste Mal. Das ist also Untertauern bei Radstadt hinein. Und das Besondere ist, man kann unter dem Wasserfall durchgehen, kann von hinten, von oben, von unten fotografieren. Wir werden im nächsten Fotocafé eine Bildbesprechung machen. Aber nur, dass ihr mir jetzt einmal ein bisschen ein Gefühl kriegt, was da zu sehen gibt. Denn wir waren auf dem Rosskopf, das ist also auch bei Radstadt, aber rechts hinauf, auf 1800 Meter Höhe. Und da gibt es einen 360-Grad-Panoramablick, also man sieht in die hohen Tauern, man sieht den Dachstein, die Bischofsmütze. Also wenn ihr da mal auf Urlaub seid, wäre das auch ein Fotospot, den ich euch sehr empfehlen kann. Wir werden das auch als Blogbeitrag schreiben und schreiben euch dann auch die Location rein, also wenn ihr mal selber hinfahren möchtet. Und da waren einfach gewaltige Stimmungen. Ja, Sonne ist wieder rauskommen, Wolken, also das war wirklich ganz, ganz dramatisch. Die Eishöhle am Dachstein ist auch sehr interessant. Da gibt es diese Eiskulpturen, das ist auch immer wieder ein Abstecher. Und wie gesagt, wir haben uns ganz intensiv dem Thema Makro auch befasst, hier mit dem Ringblitz gemacht. Und haben, es war von der Nacht von Freitag auf Samstag war es sehr warm. Und es war ja auch die Milchstraße gut zu sehen. Und wir sind bei der Dachstein-Südwandhütte, also am Fuße des Parkplatzes, wo man quasi rauffährt, dort gibt es einen schönen Platz, wo man Sterne fotografieren
kann. Und wir waren dann bis 1:30 draußen, weil es einfach so angenehm war und haben das eine oder andere schöne Bild mitgebracht. Der Oliver wird euch beim nächsten Mal zeigen, wie man Sternenfotos bearbeiten kann, dass man die dann sozusagen auch optimal fotografiert. Und das war dann der Abschluss am Spiegelsee. Der Spiegelsee, den kennen wir, kennt der eine oder andere von euch von der Reiteralm hinauf. Da geht man so eine gute Stunde. Und es war eine dramatische Wolke. Es war wirklich auch wieder ein krönender Abschluss unserer Ramsau-Fototage. Jetzt kommen wir aber zu den Lightroom-Neuigkeiten. Ich werde euch zuerst anhand der Folien vorstellen und anschließend werde ich euch im Lightroom noch zeigen, wo die Dinge zu finden sind. Die Synchronisation ist jetzt nach rechts gewandert, nach rechts oben, und die funktioniert jetzt eigentlich sehr, sehr zuverlässig. Ich habe immer Probleme gehabt, dass die Synchronisation in der Mitte abgebrochen war, und das ist aber jetzt Gott sei Dank behoben und funktioniert einwandfrei. Dann die Gradationskurve gibt es auch als parametrische Kurve. Man kann die einzelnen Farbkanäle leichter bearbeiten. Da gibt es auch eine farbliche Markierung. Und Karl, darf ich nur zwischenfragen, ja, was heißt parametrische Kurve? Also du kannst jetzt Punkte setzen, reinziehen und dann quasi die Kurve anpassen. An den Parameter. An den Parameter. Ah, okay. Oder du kannst eine Gerade, die du auch bearbeiten kannst. Also es hat es früher auch schon gegeben, aber es ist jetzt viel übersichtlicher, man findet es leichter. Okay. Also man kann es mit einem Blick sozusagen dann machen. Und das Farbbedienfeld hat man jetzt ein bisschen anders gestaltet, da hat sich nicht so viel von der Funktion getan. Das schaut ganz nett aus, aber es ist jetzt auch leichter zu finden. Und was aber interessant ist, diese lokale Farbkorrektur, das war eine Funktion, die gab es im Lightroom noch überhaupt nicht. Da habe ich dann auch ein Foto vorbereitet. Das ist auch eine Geschichte, die sehr, sehr interessant ist. Und es gibt ein neues Overlay für Zuschneiden. Also man kann jetzt dieses Raster und man kann quasi dann zentral in die Bildmitte zuschneiden. Das ist einfach eine zusätzliche Überlagerung. Oliver, kannst du noch gleich mitschneiden? Zoom? Ja. Wenn du den Zoom aufmachst. Okay, sehen wir schon im Lightroom. Sehr gut. Wie gesagt, im Bibliotheksmodul hier rechts oben ist die ganze Synchronisierungsgeschichte. Also man sieht dann ganz genau, was ist zu synchronisieren, und das Tolle ist, dass die Händesynchronisation auch wirklich einwandfrei funktioniert. Also ich habe jetzt in der Ramsau probiert, direkt aus dem Lightroom Mobile zu fotografieren. Dann kann man dieses sogenannte High-Format, also High, ist ein neues Bildformat, so ein besseres JPEG-Format, kannst du dann auch im Lightroom bearbeiten. Dann die zweite Funktion ist eben diese Zuschneiden-Funktion. Ich werde einmal in das Zuschneiden-Werkzeug gehen. Und ihr seht hier dieses neue Overlay, einfach diese Kante. Und jetzt kann ich dann sozusagen das Bild entsprechend ziehen. Und kann es genau auf die Mitte zentrieren. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber finde ich ganz eine praktische Sache. Wenn wir uns hier die Gradationskurve anschauen, ihr seht, ich kann jetzt hier einfach meine Kurven ziehen, sehe unten dann wieder Lichter, Mitteltöne und so weiter. Jetzt werde ich das einmal zurücksetzen. Und wenn ich jetzt hier die parametrische Kurve habe, dann kann ich einfach Punkte reinsetzen und kann diese Punkte dann entsprechend anpassen, wie ich das gerne möchte. Was ich jetzt sehr gelungen finde, wenn man jetzt hier zum Beispiel in den Rotkanal klickt, dann sieht man hier einmal Rot und auf der anderen Seite die Komplementärfarbe. Also je nachdem, wie ich die Farbkorrektur mache, habe ich sozusagen eine kleine Vorschau Richtung Grün, Türkis, Magenta. Und wenn ich dann in den Grünkanal gehe, in den Blaukanal, mit Blau und Gelb. Also das heißt, man hat das einfach optisch ein bisschen besser dargestellt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel diese Jacke umfärben möchte, das ist eben dieses neue Werkzeug, was es im Lightroom noch nicht gab, dann gehe ich hier auf das auf den Korrekturpinsel, werde da einfach mal eine Markierung machen, also mal ganz grob markieren, und jetzt kann ich dann hier mit diesem Farbtonregler kann ich quasi die Jacke umfärben. Dann muss ich nur hier noch die Auswahl entsprechend anpassen, aber das ist ja kein Problem, das kennt ihr ja eh. Einfach da mal drüber malen und kann sozusagen dann auch im Lightroom ganz leicht
so Umfärbungen vornehmen. Jetzt sehe ich einfach da mit dem Pinsel noch einmal ein bisschen nachmalen, die Maskengeschichte. Das finde ich recht eine interessante Sache. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung gestartet. Wir haben jetzt noch einige Fotowochenende. Da geht es mit Bernhard in den Pinzgau. Es geht mit Marc nach Rauris, dann mit Oliver und wir am Großglockner. Es gibt dann noch Südsteiermark, Ramsau und Südtirol. Also wenn noch jemand Lust hat mitzufahren, es gibt dort und da noch Plätze, meldet sich einfach schnell an. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, den Uli Schneebauer begrüßen zu dürfen vom Fotokreis Leibniz. Uli, gibst uns du mal deinen Bildschirm frei, bitte. Ich werde da mal meine Freigabe stoppen. Dann müsstest du eigentlich freigeben können. Ich möchte euch alle begrüßen. Ich grüße vor allem ein paar Freunde von den Fotofreunden Leibniz, die auch heute das erste Mal dabei sind. Ja, zuerst möchte ich ganz kurz vorstellen, wer sind wir? Wir sind eine Gruppe aus Leibniz, derzeit etwa 18, also sind wir 18 Mitglieder. Uns gibt schon seit 7 Jahren, ohne strenge Strukturen, ohne Vorsitzenden, Präsident und so weiter. Einfach eine Gruppe, die sich einfach am Fotografieren erfreut. Wir treffen uns einmal im Monat, Entschuldigung. Das schaut eben so aus, dass wir ein gemeinsames Abendessen machen. Dann besprechen wir die Themenbilder. Wir haben für jeden Abend ein Thema zu fotografieren, wo jeder 5 Fotos, frisch gemachte Fotos mitbringt zum Thema. Wir bewerten das dann auch und die besten Bilder kommen dann in ein Jahrbuch, das dann Ende des Jahres gestaltet wird. Ab und zu gibt es einen kurzen Technikteil, Besprechungen verschiedener Themen, wie zum Beispiel Ausflüge, gemeinsame Fotoideen, mögliche Ausstellungen und so weiter. Und der emotionalste Teil des Abends ist immer die Suche nach einem neuen Thema. Das nächste Mal, läuft immer sehr lustig ab, die Ideen, die man dazu hat. Wir haben zum Beispiel für den Juli-Termin haben wir das Thema, dass 5 Bilder eine Geschichte erzählen sollen. Für August haben wir das Thema, dass wir uns gegenseitig porträtieren. Also das wird sicher eine sehr spannende Angelegenheit. Wir machen dann auch noch jährlich Fotoreisen bis zu 3 Tagen im näheren Ausland. Und dann geht auch einen Fotokurs. Aber Uli, ihr habt ja glaube ich auch, ja, es muss ja dann jeder liefern. Gell? Also es ist ja auch gewünscht, dass jeder dann auch tatsächlich mitmacht, oder? Also so... Da seid ihr ziemlich streng. Ja, es ist so, dass bei uns gibt es keine Auflagen. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. Das Einzige, was bei uns einfach gewünscht wird und von allen eingehalten wird, ist, dass man einfach am Abend kommt zum jeweiligen Meeting und wenn es irgendwie geht, auch Fotos mitbringt. Und die Fotos dürfen eben nicht aus dem Fundus sein, sondern müssen frisch gemacht sein zum Thema. Das letzte Thema vom letzten Mittwoch war zum Beispiel minimalistisch. Es ist eine enorme Interpretationsbreite gegeben und das macht das Ganze dann auch sehr lustig. Ja, darf ich jetzt kurz zu unserem Projekt überleiten? Ja, wir sind eben aus Leibniz und ein Nachbarort ist Wagner. Und Wagner hat eine Städtefreundschaft mit Metlika in Slowenien und mit Ronchi dei Legionari in Italien. Das ist in der Nähe von Monfalcone. Und wir sind eingeladen worden von der Gemeinde Wagner für die Kulturtage eine Eröffnung, eine Vernissage zu machen. Und da haben wir eben überlegt, zeigen wir einfach nur unsere besten Fotos oder zeigen wir etwas Besonderes. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, diese Städtepartnerschaft zu fotografieren. Das war natürlich eine Herausforderung, weil wir hatten erstens nur 4 Monate Zeit. Wir hatten nur das Ende des Herbst und den Winter. Und
das schränkt natürlich die Möglichkeiten schon ein. Ne? Dass, die touristischen Blumenbilder, die gibt es in dem Fall nicht. Also es war jetzt nicht in der Primetime des Jahres. Ja, genau. Aber es ist uns trotzdem einiges gelungen. Ich darf euch dann auch ein paar Bilder zeigen. Ja, das war mal die Idee, die Ausstellung zu machen mit 40 Bildern. Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir 40 Bilder haben, dann haben wir ja nur relativ viele andere auch gute Fotos. Und dann haben wir gesagt, machen wir einen Ausstellungskatalog. Am Ende sind wir jetzt gelandet bei einem Buch, einem Foto-Bildband mit 200 Seiten. Dieses Buch wurde von der Gemeinde sehr dankbar angenommen und auch finanziert, muss man dazu sagen. Wir haben diese Fotos, wir haben alle mit einem QR-Code versehen. Das heißt, jeder kann mit einem QR-Scanner rauffahren und schauen, wo ist das überhaupt. Wir haben drinnen Beiträge aller Bürgermeister, Beiträge von Zeitzeugen, auch ein Beitrag über uns, ein Making-of und unsere Porträts. Und das, was das ganz Besondere ist, wir haben dieses Buch dreisprachig gemacht. Deutsch, Slowenisch und Italienisch. Naja, da habt ihr eigentlich wirklich sehr viel Mühe gemacht. Und du warst sozusagen der Chefredakteur, oder kann man das so sagen? Naja, es hat so wie jedes gut geschmierte Werkel einen Motor braucht, war ich einer der Motoren, die das weitergetrieben haben. Und es hat jeder auch etwas zu tun gehabt. Also es war eine wirkliche Gemeinschaftsarbeit. Das Buch allerdings, das haben wir dann doch zu zweit zusammengestellt. Dann der Ablauf war so, wir haben in allen drei Orten fotografiert mit verschiedenen Gruppen. Wir haben mit den Gemeindeämtern Verbindung aufgenommen, haben eine tolle Unterstützung bekommen. Wir haben dann die Fotos abgeglichen, haben besprochen, wo fehlt uns noch was, wo haben wir genug, zu welchem Thema. Dann haben wir ein Kuratorium festgelegt. Also einer ist zum Chefkurator bestimmt worden oder gewählt worden, sagen wir so. Und der hat sich drei Mitglieder aus der Gruppe geholt. Und die haben aus etwa 800 Fotos 41 Ausstellungsbilder ausgesucht und 200 Ergänzungsbilder, die dann ins Buch hineinkommen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, Uli, und ich habe das sehr spannend gefunden, wie du zu mir gesagt hast, dass sozusagen der Rest hat sich nicht mehr einmischen dürfen. Der Kurator hat das kuratiert und die anderen haben das akzeptiert. Also das finde ich eine super Vorgehensweise. Ich denke mir, sonst kommt man ja überhaupt nicht auf einen grünen Zweig in so einer großen Gruppe. Das ist richtig, ja. Und das hat wirklich, das macht auch vielleicht unsere Gruppe so besonders, dass solche Sachen ganz einfach wirklich gemeinsam erarbeitet und akzeptiert werden. Weil spannenderweise, ja. Nur ganz eine kurze Anmerkung, ist ja auch so, wenn gefilmt wird, dass die Kameraleute in der Regel nicht ihre Bilder, ihre Filme schneiden, das macht dann immer eine andere Person. Und ich finde es ja spannend, bei einer Ausstellung oder bei einem Buch, ein Kurator, der doch einen anderen Blick. Und ich glaube, bei euch war es ja wichtig, dass da sozusagen ein Gesamtwerk herauskommt, das dann der Einzelne vielleicht nicht so im Blick hat. Ja, diese vier haben natürlich auch nicht alle Bilder gekannt und dadurch war das nicht so tragisch, dass man da sich vielleicht nicht frei entscheiden kann. Also du kannst uns mal ein paar Seiten vom Buch zeigen, bitte, Uli, weil jetzt habe ich gerade eine Nachricht gekriegt, die Leute würden gerne Seiten sehen. Ja, super. Ja. Seht ihr schon das nächste? Ja, ja, wir sehen es schon. Wenn es nicht passt, sagen wir es, gell? Also da auf dieser Seite, am Anfang des Buches, steht eigentlich alles drin, was wichtig ist. Unser Blick auf die Orte der Städtefreundschaft Ragnar mit Licker und Ronki, fotografiert von Oktober 19 bis 20. Und das eben in drei Sprachen. So, da haben wir ein Bild, ein Ausstellungsbild, was im Buch drinnen ist. Und das ist so ein Foto oder eine Buchseite, die exemplarisch ist.
Wir haben eben den QR-Code. Das kann zum Beispiel jetzt jeder, glaube ich, auch vom Bildschirm herunter den QR-Code benutzen und wird dann in Slowenien, in Metlika, dieses Flugzeug auf einem freien Feld stehen sehen, weil dieser QR-Code mit Google Maps sich verbindet und man dann eben diese Stelle findet, wo das Foto aufgenommen wurde. Ein paar Fotos aus der Gegend, das ist auch in Metlika, das ist eine Eisenbahnbrücke, rechts ist Kroatien, links Slowenien und ist leider Gottes derzeit schwerst bewacht mit sehr viel Stacheldraht. Wir sind auch als Fotografen dann einmal perlustriert worden, aufgehalten worden von der Polizei und vom Militär, was wir da tun. Aber wir konnten eben dann über den Bürgermeister das Ganze dann wieder in die Reihe bringen. Sag, nur kurze Frage, hast du rechts da was abgedeckt, dieser graue Balken? Ja, was ist das? Wir sehen kann das sein, dass das irgendwas vom Zoom ist, das du vielleicht nicht siehst? Ah, das könnte sein. Das? Was ist das? Nein, wir sehen es an rechten, aber das wird was vom Zoom sein. Ja, jetzt ist es weg. Das waren die Bilder, glaube ich. Nein, das ist vom Zoom. Ja, okay. Passt schon. Nein, jetzt ist es unten. Ja, unten stört es weniger. Ja, das sind meine Bilder, weißt du? Ich tue schnell weg. Das sind deine Vorschaubilder, oder? Ja. Was auch nicht, wie man da wegkommt. Jetzt muss es weg sein. Jetzt sind sie weg. Sind sie in der Mitte? Ja. Ist ja nicht so tragisch. Es wird nicht besser. Ist so tragisch. So. Jetzt muss irgendwo so ein kleines Minus sein, da könnte man es, glaube ich, wegmachen. Okay. Ja, das Foto, wir haben zum Beispiel eine Kirche, wir haben immer schlechtes Wetter gehabt, also es war wirklich eine Katastrophe zeitweise. Da haben wir eine Kirche in Ronchi de Legionari so richtig seziert, vom Kirchturm bis hinter den Altar, alles fotografiert. Und dadurch sind halt auch Fotos entstanden, die eben nicht jeder kennt, also auch die dort wohnen nicht. Ne? Das ist eine Fotoarbeit von unserem Freund Thomas. Das ist ein Foto von uns, also von Wagner. Wir haben ja da leider Gottes auch ein Lager, ein KZ, ein ehemaliges, der Römersteinbruch. Das war das Wächterhaus. Wir haben versucht, wirklich einen Querschnitt zu machen. Und wir sind auch von den Gemeinden eingeladen worden zu diversen Brauchtumsveranstaltungen. Dieses Foto zeigt das Feuer am Karst. Dort wird also der Winter verbrannt und das hat der Oliver perfekt erwischt. Wir haben auch so Eisenbahnfreaks. Und der wird mit Sicherheit ein Eisenbahnfoto bringen. Und das ist eines der Fotos von der Eisenbahn, die von Metlika nach Laibach führt. Das hier sind jetzt diese so angesprochenen Ergänzungsbilder. Das sind die Fotos einfach aus Ronki, Metlika, Wagner, was uns so untergekommen ist. Sag Uli, weil ich das so sehe, der vom Layout her ist ja das irre aufwendig. Habt ihr da jemanden gehabt, der das layoutiert hat oder hast du das gemacht? Ich bin hergegangen, habe einmal das InDesign gelernt und habe dann mit Freunden und Helfern ganz einfach dieses Buch dann mehr oder weniger fertig. Das heißt, ihr habt das Buch bis zum druckfertigen PDF selbst gemacht? Alles selbst gemacht, ja. Das ist natürlich großartig. Wir haben dann so Grußbotschaften drinnen von unseren Bürgermeistern, von allen drei. Und wie gesagt, alles immer dreisprachig. Noch ein Foto vom Oliver. Wir haben unsere heimische Feuerwehr dementsprechend in Szene gesetzt. Und noch einmal, es war auch so ein wunderbarer Abend, weil die Feuerwehr so super mitgearbeitet hat. Die haben Spaß gehabt, wir haben Spaß gehabt. Also
ganz eine lustige Geschichte. Und habt ihr dann eine Buchpräsentation gemacht, wo ihr das Projekt vorgestellt habt? Oder? Ja, das ist dann durch den Corona gestorben. Kurz, das Buch ist rausgekommen und das Corona ist gekommen und die Ausstellung, wo das Buch präsentiert werden hätte sollen, ist dann eben nicht mehr zustande gekommen. Aber das kann ja nur sein, das ist ja nicht, da ist ja der Zug nicht komplett abgefahren schon. Heute hat er Premiere bei uns. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ein bisschen was gehen wir da schon noch. Das ist sehr, sehr spannend und interessant, finde ich. Ich habe dann Bilder drinnen. Wir haben zwei Doppelseiten drinnen mit Making-ofs, die natürlich ganz was Lustiges sind für jeden, wo wir uns selber fotografiert haben. Ja, und zum Abschluss möchte ich nur ein Foto zeigen. Das ist entstanden, wie ich mit unserem Freund Thomas durch mit Klicker durchs Dorf gefahren bin. Und plötzlich habe ich den mit dem Ort gesehen, einen Hof drinnen. Da bin ich gesagt, den müssen wir fotografieren. Dann sind wir beide hin. Der hat seinen Freund geholt oder seinen Partner, weiß ich nicht. Und die haben sich dann fotografiert lassen, obwohl wir keine Ahnung gehabt haben, also Slowenisch nicht können, Englisch haben die nicht gekannt, Deutsch auch nicht. Und da habe ich sehr intensiv auch an den Bernhard Brenner gedacht, wie er vor kurzem gesagt hat, man muss mit Demut und Respekt an diese Leute herangehen, dann kriegt man eigentlich auch tolle Bilder. Und die haben mit Händen und Füßen erklärt, wunderbar mitgespielt. Das ist so mein Abschluss. Wir haben jede Menge Freunde und Bekannte gefunden in diesen drei Ortschaften. Also Ulle, mal vielen Dank für den wirklich tollen Beitrag. Jetzt einmal eine Frage in die Runde. Gibt es irgendwas, was ihr fragen möchtet? Weil die Interaktivität wäre ja gegeben. Gut, wenn dem nicht so ist, dann werde ich jetzt einmal die Freigabe vom Uli beenden. Uli und mich verbindet eigentlich schon eine längere Freundschaft und wir werden auch gemeinsam den Workshop in der Südsteiermark machen und der Uli wird auch mit seiner Expertise und mit seiner Ortskenntnis zur Verfügung stehen. Dann werden wir jetzt einmal weiterleiten. Ich gebe jetzt noch einmal meinen Bildschirm frei. Wir möchten euch nämlich ein bisschen was erzählen über unseren Modefotografie-Workshop in Wien, der dann im Juli stattfindet. Wir zeigen euch vielleicht einmal zuerst ein paar Bilder und dann werden wir euch einmal so die Geschichte. Oliver, was hast du denn da heuer geplant bei der Modefotografie? Naja, wir haben vier Models, werden wir wieder am Start haben. Wesentlicher Punkt ist, es geht eigentlich gar nicht so jetzt um wirklich klassische Modefotografie, sondern es geht um dieses gemeinsame Arbeiten in der Gruppe. Also wir wollen da, es gibt dann so Kleingruppen, die kriegen dann halt immer ein Model, überlegen sich dann schon im Vorhinein ein paar Ideen, wie sie dann dieses Bild umsetzen und sie haben natürlich dann laufend beim Seminar unsere Unterstützung. Diesmal sind wir ja im Restaurant Schubert. Ja, wir sind jetzt gerade noch in der Feinplanung, was wir tatsächlich machen werden. Also es gibt einen Optiker, der uns mit Brillen ausstatten wird. Es gibt noch eine Idee im Stadtteil Boutique Hotel, aber wir werden nächste Woche dann finalisieren, tatsächlich die Punkte. Es ist ein Fokus auf praktischen Arbeiten. Es sind maximal 6 Teilnehmer. Und uns ist halt eben ganz wichtig, dass ihr ganz viel fotografiert. Vielleicht ein paar Fotos noch von den letzten, von den letzten Workshops. Also was mir halt beim Workshop immer wichtig ist, es geht um dieses Arbeiten in der Gruppe und meistens kristallisiert sich halt raus, da hat schon jemand Erfahrung mit Blitzlicht, jemand nicht und dann lernt man halt gegeneinander und man sieht auch bei den Ergebnissen der anderen, was für Ideen entstanden sind und da lerne auch ich manchmal dazu, weil viele sehen dann irgendein Motiv und platzieren das Model dann in diese Ecke und ich sage, wow, hätte ich gar nicht gesehen, dieses Motiv. Und es ist halt auch der Einstieg in die Fotografie mit zusätzlichem Licht. Also sei es jetzt Blitzlicht oder Dauerlicht, wo man halt versucht, halt zusätzliche Akzente zu setzen. Ja, weil Oliver, du hast ja deine, weil du hast ja das ganze Licht, das zur Verfügung steht. Ja.
Und man kann dann natürlich das auch verwenden, aber du gibst ja viele Tipps dazu, Aufsteckblitzen, weil man ja sehr viel auch mit Aufsteckblitze machen kann. Und uns ist ja immer ganz wichtig, dass wir sozusagen Workshops machen, die jeder nachvollziehen kann und wo man nicht dann irgendwie ein riesiges Studio braucht. Und diese Abstimmung eben zwischen vorhandenem Licht und plus Inszenierung der Menschen davor, ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Thema. Und am Samstag, am Nachmittag, glaube ich, werde ich noch die Bilder ein bisschen bearbeiten. Genau. Und wir schauen uns ja dann auch an. Wir fangen sehr, sehr klein an. Zuerst einmal versuchen wir mit dem vorhandenen Licht die Akzente zu setzen. Und wenn wir dann Unterstützung brauchen, dann gibt es einmal mit Taschenlampen oder so kleine Akzente. Also man glaubt gar nicht, was man mit so Kleinigkeiten schon wieder hochwertige Bilder. Es gibt Weltklasse-Fotografen, die setzen Taschenlampen ein. Ja. Also das, ja. Es geht, final geht es eigentlich um das Motiv zu erkennen, zu arbeiten, Bildideen umzusetzen und so Gruppen, die sind immer sehr kreativ unterwegs. Und heute unser Gast, der war schon, Wolfgang, wie oft warst du schon dabei jetzt beim Mode-Workshop? Dreimal, ja. Und er ist wieder beim vierten Mal dabei. Also schon ein sehr erfahrener Teilnehmer, der natürlich dann auch seine Erfahrungen weitergeben wird an die Teilnehmer, die sich jetzt entscheiden daran. Gut, es ist ja eine kleine Überleitung. Du hast heute wieder zum Thema Photoshop was vorbereitet. Ja, natürlich. Und dann würde ich dich gleich bitten, dass du einmal deine... Dann steige ich nur kurz ein und gebe euch meinen Bildschirm frei. Seht ihr meine Mauskreisen? Ja, sieht man gut. Okay. Immer, so, ja. Also, ich habe das jetzt mal in der Einleitung so genannt, dass ich sage, okay, es geht um Reisefotografie und aufgrund der aktuellen Situation bin ich der Meinung, dass heuer sehr viele Österreicherinnen und Österreicher in Österreich ihren Urlaub verbringen werden. Und da gibt es natürlich auch wunderschöne Plätze wie der Hauptplatz in Graz oder in meiner Heimatstadt der Alte Markt. Und wenn man dann die Bildidee hat, sozusagen diesen Platz menschenleer zu fotografieren, das sind immer sehr stark frequentierte Plätze. Und wenn man da die Bildidee hat, ich möchte das menschenleer fotografieren, aber zu einer christlichen Zeit vor Ort sein, weil wenn man auf Urlaub ist, dann kann man auch nicht um 4 Uhr in der Früh dann dort vor Ort sein, weil manchmal sind auch diese Plätze gesperrt. Dann gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, dass man das umsetzen kann. Die eine Möglichkeit ist halt, also wenn der Platz nicht so stark frequentiert ist, dass man sagt, man wartet halt ein bisschen und dann sieht man da habe ich jetzt mal gewartet und dann war halt da noch eine Person und da eine Person und die kann man dann notfalls auch noch mit Photoshop wegretuschieren. Das wäre also das, wo man sagt, man nimmt sich halt ein bisschen Zeit und wartet halt einmal. Also da habe ich noch diese zwei Personen markiert. Ja, die nächste Geschichte ist, man gibt die Kamera auf ein Stativ und macht dann halt zwei Belichtungen, wo man sagt, da war halt jetzt auch wieder weniger los, legt dann diese Bilder in Photoshop übereinander und mit einer Maske blendet man halt dann zum Beispiel die zwei Personen, die da stehen, aus und nimmt halt dann den Hintergrund, der da halt frei ist und den Hintergrund halt zeigt. Also da hat man dann auch recht schnell flott zwei Fotos gemacht und erlöst das Problem dann in der Nachbearbeitung. Dann eine andere Variante wäre natürlich, dass man sagt, man verwendet einen Graufilter. Dieser Graufilter, wenn man den vor das Objektiv gibt, verlängert sozusagen die Belichtungszeit. Wenn sich jetzt die Menschen da bewegen, dann sind sie halt nicht mehr wirklich zu sehen, weil sie halt also in seiner Bewegungsunschärfe verschwinden. Und wenn der Graufilter dementsprechend dicht ist, da habe ich euch also eine Tabelle gemacht, also zum Beispiel mit einem, so werden diese Graufilter bezeichnet, Neutral Density 3.0 bedeutet, also dass sich da die Belichtungszeit um das Tausendfache verlängert. Und bei dieser Aufnahme da, ihr seht es eh da, ich habe da ohne Graufilter mit einer Hundertstel Sekunde belichtet, während es dann 1,5 Minuten und wenn da halt auf diesem Platz da die Menschen dementsprechend flott sich bewegen, dann verschwinden sie auch. Ich sag da immer, das natürlich funktioniert das nur bedingt, weil man müsste noch 5 Assistenten haben, die alle in Bewegung halten, weil es wieder fälschlicherweise in Fotokursen immer wieder behauptet, dass man mit dem Graufilter die Plätze leeren kann, das geht natürlich, aber nur solange sie alle bewegen. Genau, vollkommen richtig und man sieht das eh, das Beispiel da hinten, da diese Gruppe steht halt und unterhält sich und deswegen
habe ich da wieder dieses Thema. Wobei ich sage, dieses Verschwommene, finde ich, hat dann auch irgendwie seinen... seinen cooler Bildlook, ja. Ja, ja, genau. Also so, und dann noch in Schwarz-Weiß. Also das hat schon alles seinen Reiz. Es ist halt eine Möglichkeit. Und wenn ich dann vielleicht da zwei Aufnahmen generiere, weil ich sage, ich warte halt ein bisschen und dann mache ich halt noch eine, kann es mir auch vielleicht gelingen, dass es sehr menschenleer wird. Also wie der Karl schon vorher gesagt hat, bei stark frequentierten Plätzen ist das eher unwahrscheinlich. Ja, und der Graufilter, also wenn Sie sagt, interessiert sich für das, der hat natürlich auch den Effekt, wenn ich da ein bewegtes Wasser fotografiere und dann halt länger belichtet, entstehen halt diese schönen schleierhaften Wasseroberfläche. Oder ich kann halt einen Wolkenhimmel, wo die Wolken halt ziehen, wenn ich da 1,5 Minuten belichte, dann werden die halt so wunderschöne Streifen. Das hat halt auch seinen Reiz, das ist so interessantes Architekturmotiv. Apropos Architektur, Karl? Ja, gibt es auch noch einen Workshop jetzt am Samstag. Aber was vielleicht auch noch interessant ist, werden wir aber die Hallstattbilder noch sehen. Da haben nämlich einige Leute ja den Graufilter verwendet und da freue ich mich auch schon drauf. Da sieht man nämlich dann auch in der Naturfotografie quasi den Anwendungszweck. Ja. Und wie schaut das jetzt aus, wenn ich einen Graufilter verwende? Also man kann also diese getönten Filter in der Dimension 100 mal 100 sich zulegen und dann braucht man halt noch zusätzlich so einen Aufsatz vor dem Objektiv und dann schiebt man diesen Graufilter halt hinein. Der große Vorteil von dieser technischen Lösung ist halt, ich kann das für jedes meiner Objektive verwenden. Da würde ich vielleicht ganz gern was dazu sagen. Ja, aber bitte unbedingt. Das Thema Graufilter werden wir im Herbst vielleicht einmal noch intensiver bearbeiten, die verschiedenen Systeme, denn das ist ja so eine Glaubensfrage. Die einen Leute sagen, ich mag diese quadratischen Dinge nicht, weil sie so viel Platz brauchen. Das sind dann eher die Leute, die lieber die Schraubfilter haben. Und ich glaube, da werden wir im Herbst einmal ein bisschen was vorbereiten. Da gehen wir mal ins Detail. Systeme vorstellen, ja. Weil das sicher für den einen oder anderen interessant ist. Da können wir dann auch dementsprechende Fotos herzeigen. Ja. Ja, also nur jetzt der Vollständigkeit halber, sie gibt es auch geschraubbar. Die schraubt man dann halt vor das Objektiv und wenn man dann halt unterschiedliche Gewindedurchmesser hat, muss man sich halt mehrere anschaffen. Und was halt ganz interessant ist, es gibt auch schraubbare, die variabel sind. Das heißt, die haben einen zweiten Ring und dann kann man diese Dichte oder diese Abdunklung durch das Drehen des Rings einstellen. Also einmal braucht man mehr, einmal braucht man weniger, je nachdem. Das ist ja halt auch eine gute Lösung. Ich muss sagen, ich bin von der abgekommen, weil wenn man die nicht richtig dreht, dann hat man so ovale Kreise drinnen, die machen teilweise, verschieben sie die Farben. Ja, also, das stimmt. Also ich habe jetzt meistens einen 8- und einen 16-fach und dann einen 1000-fach, aber einen 1000-fach braucht man gar nicht so oft. Also wenn man zwei Filter hat oder drei maximal und man kann sich zum Beispiel einen 82er kaufen mit Reduzierringe, dann könnte man mit einem Filter mehrere Objektive bespielen. Ja. Und das große Glück zum Beispiel bei dem neuen EOS R-System ist, dass da die ganzen Durchmesser ident sind. Ja, und das ist natürlich, der Oliver hat meine Gedanken gelesen. Ja, und das ist nämlich das Witzige, der Karl kennt meine Präsentation noch gar nicht und das war jetzt wirklich Intuition. Ja, wir sind ein gutes Team. Ja, also Karl, bitte erklär das System gleich, du bist der Experte. Also das ist jetzt sozusagen der Adapter mit Filtereinschub, wenn ich jetzt da auf einer EOS R EF-Objektiv verwende, kann ich da hinten einen Pol- oder einen Neutraldichte-Filter einschieben. Ja, also die Voraussetzung ist, ich brauche einen Body von Canon mit RF-Mount, dann diesen Adapter, wo ich die Filter einschieben kann und dann ein EF-Objektiv. Das ist die Voraussetzung. Wobei ich sage jetzt, als R-Fan ist mir lieber, ich muss den Adapter nicht verwenden, weil ich mir lieber RF-Objektiv habe. Ja, ja. Aber es gibt die Möglichkeit und das ist schon ziemlich cool. Also das wäre die Möglichkeit der Vollständigkeit selber. Ja, und dann die vierte Variante ist halt, indem ich eine Bilderserie am Stativ anfertige und dann in Photoshop die Statistikfunktion Median nutze. Also das heißt, die Voraussetzung ist, die Kamera ist auf ein Stativ, die Einstellungen müssen konstant bleiben und was auch ganz wichtig ist, also wenn ich da jetzt zu Hause nur in 4 Minuten diese Serie mache, dass Tageslicht sollte nicht schwanken. Dann das heißt, es soll nicht bewölkt sein? Oder? Naja, es kann schon bewölkt sein, aber es kann halt nicht, diese Wolken dürfen nicht wandern, dass sich halt die Tagesbelichtung halt wieder ändert. Und ich habe es eh dann einmal notiert, 6 bis 10 Aufnahmen sollte man machen und die Umgebungsbelichtung sollte halt konstant bleiben. Aber ist diese Funktion eigentlich für dies gedacht oder war das ursprünglich
andere Idee dahinter. Der Median, das kommt ja aus der Statistik und das besagt einfach, mit dieser Funktion rechnet man von einer statistischen Menge den Zentralwert aus. Und wenn jetzt da manche Werte vom Zentralwert differieren, dann werden die einfach ausgeschieden. Das heißt, wenn da jetzt ein Pixel da ist, wo eine Person dasteht, die wird halt nicht genommen, sondern nur die, die dem Zentralwert entsprechen. Ja, und das ist jetzt auch noch das Wichtigste. Gut, dass du jetzt gefragt hast, Karl, weil es macht keinen Sinn, wenn sie jetzt sagt, die Person A geht da vorbei und die fotografiert dann die Person B wieder an derselben Stelle, dann ist wieder der Hintergrund abgedeckt. Also man muss schon den Platz ein bisschen beobachten, dass ich halt so 4-5 Bilder habe, wo jeder Hintergrund irgendwann einmal frei ist, damit dann diese statistische Funktion der Median sagt, der Durchschnittswert oder Zentralwert sind genau diese Pixel und dann bleibt halt nur mehr der Hintergrund über. Und wie das jetzt dann in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt noch in Photoshop. Ich unterbreche jetzt da die Präsentation und öffne mein Photoshop. So. Man merkt, heute ist Regenwetter, es kommen die Leute noch und noch reingetrudelt, also wir sind wirklich sehr erfreulich, 32, also super. Jetzt zeigt er mir da aber jetzt nicht das Photoshop an. Warte, musst du mal, ich muss jetzt einmal ruhig sein, jetzt musst du deinen Bildschirm freigeben. Wenn ich plapper, dann geht automatisch der... Aber jetzt zeigt er mir es nicht an. Machen wir alle Fenster zu, Oliver. Ja, okay. Nein, es ist nicht. Mach die Präsentation zu. Dass du mal nur ein freies Fest hast. Okay. Also das war letzte Woche echt übel, wie wir euch nicht gehört haben. Das war so mühselig. Das war so ein Gott sei Dank dann nicht der Michael, der dann permanent gesagt hat, ja, dieses oder jenes. Aber wenn wir mit euch richtig reden können, ist schon viel angenehmer. So, dann schauen wir mal. Ja, er tut es noch nicht. Aber ja, aber jetzt wird es was. Jetzt hat er es. So. Seht ihr meine Mauskreisen? Ja, passt wunderbar. Okay, gut. Also ich habe jetzt da in Salzburg vom alten Markt diese 7 Fotos vom Stativ gemacht, das ist jetzt, da stehen jetzt diese 2 Maxeln mehr beim Brunnen, es bewegt sich alles ein bisschen, ja, genau. Okay, das war mal der erste Schritt. Dann, bevor ich jetzt da diese Medianfunktion mache, natürlich hat sich auch der Himmel bewegt, also das heißt, ihr seht die Wolken bewegen sich da. Nein, das möchte ich eigentlich nicht hineinnehmen. Deswegen tue ich mir nur da schnell mal die unterste Ebene duplizieren. Und das wird jetzt nur mein Himmel, den ich dann, wenn ich dann fertig bin mit dem leeren Platz, dann einblende wieder. Also der kommt ganz nach oben. Gut, jetzt, obwohl die Kamera am Stativ war, ich vergrößere das Ganze jetzt einmal. Das ist jetzt ganz wichtig. Langsam mal, ja, weil es halt super aus. Ja, wenn ich jetzt da immer die Ebenen ausschaut, ihr seht, ein bisschen bewegen sie sich doch. Das heißt, diese Bilder sind jetzt nicht genau übereinander. Obwohl sie am Stativ waren. Ja, also das heißt, so ein Pixel, das ist oft, bei meiner Kamera sind 6000stel Millimeter. Also wenn sie da nur ein bisschen was bewegt, hat man das halt. Und das, was halt weiter weg ist, das sieht man halt dann. Naja, es gibt ja eine tolle Funktion. Ich muss jetzt nur da die allen Ebenen markieren, gehe dann da ins Menü bearbeiten und da Ebenen automatisch ausrichten. Also ich wähle das jetzt an, das ist jetzt automatisch, ist schon vorgewählt, das funktioniert immer top. Das ist jetzt ein bisschen ein rechenintensiver Job, da lassen wir jetzt Photoshop kurz einmal alle Ebenen ausrichten. Jetzt kommt natürlich dazu, dass der Rechner noch das Zoom-Fenster offen hat. Aber es funktioniert schon. Okay. Und wenn ich jetzt da die einzelnen Ebenen ausblende, seht ihr, es bewegt sich nichts mehr. Alles ist jetzt exakt übereinander. Gut. Jetzt kommt der erste Schritt und man sagt, wir wollen jetzt den Median anwenden auf diese Sima-Serie. Ich muss jetzt alle Ebenen noch einmal markieren und ich gebe sie jetzt in ein Smart-Objekt. Das heißt, das ist jetzt ein Container-Format, wo alle 7 Ebenen jetzt integriert sind. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass ich überhaupt den Median anwenden kann. Den findet ihr im Menü Ebene, Smart-Objekte, Stapelmodus. Stapelmodus bedeutet immer, da wird dann was abgearbeitet und da findet ihr diese
Funktion, Median. Das ist jetzt wieder ein bisschen ein rechenintensiver Job. Für was wird das sonst noch verwendet, Oliver? Jetzt hast du für so Sachen, gibt es eine andere Anwendung? Naja, immer nur, dass man sagt, man möchte einen Durchschnittswert berechnen. Also das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel 5, 6 Bilder fotografiert, wo die Farben ein bisschen untereinander sind und ich möchte, dass die Farben konstant sind, dann kann ich das halt auch mit diesem Zentralwert berechnen. Und ihr schaut, seht ihr, plötzlich ist der ganze alte Markt leer. Alles ist weg. Das hat schon mal super funktioniert. Also im Vordergrund überhaupt kein Problem, keine Geisterbilder. Aber wenn man da jetzt ein bisschen vergrößert in den Hintergrund, da sieht man ein bisschen ein Problem. Das ist, ich sage da immer, das sind dann so Geisterbilder. Also ich sehe, da war da irgendwas. Na gut, ich blende mir jetzt da einfach den Himmel ein. Legen wir da jetzt eine Negativmaske. Negativmaske bedeutet, sie ist schwarz und der Himmel wird wieder ausgeblendet. Ihr seht eh, die Maske ist jetzt da schwarz. Und wenn ich mir jetzt aber einen weißen Pinsel nehme, dann kann ich mir da wieder das Ganze zart einblenden und diese Geisterbilder. Ihr seht eh, da dieser Kinderwagen. Also an diesen Stellen musst du aber noch retuschieren und dann ein bisschen eine Handarbeit. Ja, das, aber das ist so weit weg. Also wäre jetzt nicht notwendig, aber der Vollständigkeit. Ja. Und da an der Mauer sieht man auch so ein Geisterbild. Also da hole ich mir jetzt den Hintergrund wieder vor, wo Gott sei Dank niemand davor war. Aber schaut sich, wenn ich da jetzt ein bisschen weiter noch, da kommt schon wieder die nächste Person. Also da muss ich aufpassen. Dass man wieder reinmalt. Okay, also das muss man wieder aufpassen. Aber so, sage ich, haben wir jetzt an einem helllichten Tag um 12 Uhr zum Mittag diesen stark frequentierten Platz leer gefegt. Was mir ganz gut gefallen hat, waren da vorne noch diese zwei Tauben. Und ich finde, das schaut cool aus. Die hole ich mir jetzt auch noch zurück. Okay, das ist da weg. Retuschiert jetzt. Naja, die waren ja einmal nur kurz drauf. Die hole ich mir jetzt noch kurz rein. So. Da ist sie schon, die erste Taube. Das war aber jetzt nur die, die habe ich rein retuschiert. Das schaut jetzt noch gut aus. Und jetzt hole ich mir noch da den Himmel zurück, weil den hat ja der Median jetzt, da hat er jetzt irgendeinen gewählt und der mit mehr Wolken war natürlich schöner. Okay, was ist jetzt? Weil jetzt hat uns der Thomas irgendwie den Screen geshared, das muss ich jetzt gleich mal beenden. Okay, jetzt so, schaut es mir wieder auf Photoshop. Genau. Jetzt wieder freigeben? Jetzt kannst du wieder freigeben, ja. Okay. So, sind wir schon wieder da. Wir sind eh fast fertig, oder? Ja, also wir sind gleich fertig. Ich muss jetzt da noch den Himmel, so, weißer Pinsel und da kann ich jetzt, genau. Und jetzt habe ich eine einzige Taube und den leeren Platz und einen schönen Himmel. Und wenn ich jetzt da noch vielleicht ein bisschen kreativ werden möchte, also das wäre jetzt das eine Ergebnis in Farbe, könnte man jetzt da noch eine Schwarz-Weiß-Ebene ganz oben drauflegen. Dann wird das Bild schwarz-weiß. Und das Tolle an dieser Schwarz-Weiß-Einstellungsebene ist, ich kann trotzdem noch immer die Farbkanäle in der Helligkeit steuern. Und wenn ich da jetzt den Himmel ein bisschen abdunkel, schaut es mal, wie das cool wird. Also so gefällt es mir jetzt recht gut. Vielleicht tue ich das Gelb, weil die Gebäude waren auch gelb ein bisschen noch. Ja, und ganz wichtig bei Schwarz-Weiß-Bildern, dass wir da immer noch ein bisschen den Kontrast erhöhen, weil dann werden sie richtig cool. Also ich erhöhe jetzt noch den Kontrast. Schaut mal. Boah, also ich bin jetzt zufrieden mit dem Bild. Was sagst du, Karl? Wunderbar. Und ich würde jetzt gleich überleiten, nämlich wenn man jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann kann man sich nämlich die Medianfunktion sparen. Das war nämlich die Idee von Bernhard. Und der Bernhard war nämlich mit zwei Gruppen in Hallstatt. Und jetzt werden wir uns ein paar Bilder aus Hallstatt anschauen. Okay, Oliver, gerne. Danke, gell? Das ja, war bitte. Wieder mal sehr beeindruckend. Ich schalte mal geschwind, gib mir mal geschwind den Bildschirm frei. Und ich freue mich sehr, der Bernhard ist auch in der Pipeline. Und jetzt werden wir uns einmal vom Peter die Fotos anschauen. Genau, sind ja schon richtig. Danke einmal an alle, die uns Fotos noch geschickt haben. Und so, jetzt werden wir da mal weiterschalten. Genau. Das war sozusagen das erste Bild im Seitenverhältnis 4:3 in der blauen Stunde. Bernhard, magst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, nicht allzu viel, nur ganz kurz die schöne Funktion, die uns gerade der Oliver gezeigt hat, würde an einem normalen Tag in Hallstatt am Hauptplatz nicht funktionieren. Also, weder Median noch Filter, oder? Nein, da hilft dann gar nichts mehr. Weil solche Massen unterwegs sind, oder? Ja, genau, weil wenn da die Gruppen unterwegs sind, funktioniert das überhaupt nicht.
Wir haben zwei Wochenenden jetzt gehabt hintereinander. Bei der ersten war es jetzt so, dass der Wetterbericht eine Katastrophe war. Seitdem vertraue ich keinem Wetterbericht mehr, weil der hat die ganzen letzten zwei Wochen, wo ich doch fast durchgehend Fotoseminare gehabt habe, eigentlich an keinen einzigen Tag wirklich gestimmt. Wir haben an beiden Wochen in den Hallstatt super Wetter gehabt, obwohl vor allem beim ersten sogar Unwetterwarnung war, Samstag bis Sonntag, und wir haben überhaupt keinen Regen erwischt. Es war in Hallstatt schon wahnsinnig viel los. Also es waren schon vor allem am zweiten Wochenende ganz viele Menschenmassen durch, die wir aber als Gruppe nicht gesehen haben, weil wir den großen Vorteil gehabt haben, dass wir in Hallstatt direkt gewohnt haben. In der Früh fotografieren waren, wie kein Mensch war. Dann waren wir im Aseerland drüben bei den Narzissen und Blumenwiesen. Und am Nachmittag, wenn wir zurückgekommen sind und gegen Abend hin, waren die Menschenmassen wieder weg. Das heißt, wir haben Hallstatt, so wie versprochen, fast Touristen und menschenleer angetroffen. Was mir bei dem Foto auffällt, Peter, du hast irgendwie ein bisschen dem Schärferegler, du hast die Fotos ein bisschen überschärft, du müsstest ein bisschen weniger schärfen, wenn ich das sagen darf. Das ist natürlich ein absoluter Traum. Peter, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Das war großer, oder? Ja, ja, das war großer am letzten Abend. Und da haben wir wirklich gesagt, dass sowohl Wien als auch Du bist sehr leise, Peter. Wir hören dich fast überhaupt nicht. Ich verstehe Peter jetzt fast überhaupt nicht. Ich werde mal versuchen, das lauter zu machen, wie ja. Okay, kannst du mal probieren, Peter, weil sonst wenn ist die Familie im Hintergrund dabei. Ja, genau. Aber was man einfach sieht, Bernhard, das war schon das letzte Abendlicht, oder? Ja, das war beim zweiten Wochenende. Ich war am Nachmittag drüben großer nochmal alles anschauen. Die Fotolocation, die Blumenwiesen einmal Seerland kontrollieren und habe dann gemerkt, dass so wie der Wetterbericht ist, mit Wind und Wetter waren, dass wenn wir Glück haben, wir den perfekten Sonnenuntergang beim vorderen Großer See haben und haben statt blauer Stunde Hallstatt spontan auf Großer geswitcht und sind rübergefahren und haben tatsächlich das Glück gehabt, dass sie der Dachstein im Großer See spiegelt. Ihr wart ja gerade zu dem Zeitpunkt auf der anderen Seite, ich werde hoffentlich auch ein schönes Wetter gehabt haben. Ja, aber wir haben nicht so, wir haben auch eine tolle Stimmung gehabt, aber mit dem können wir nicht mithalten. Ja. Also wir waren ja da oben auf der, aber es war das war ein Freitag, oder? Ja, das war ein Freitag, genau. Und wir haben, ich habe dann gewusst, am Samstag ist der Wetterbericht nicht so gut. Da wird es wieder ein bisschen wechselhaft, da kommen Wolken. Deswegen haben wir dann am Samstag erst die blaue Stunde in Hallstatt gemacht. Und hat darauf gehofft, dass wir keinen Wind haben. Und genauso war es dann auch. Und es waren ja irrsinnig viele Blumen, glaube ich, weil ja dann auch teilweise die Narzissen nicht gepflückt worden sind heuer, oder? Aber die dürfen auch nicht pflücken, weil die sind nicht geschützt, glaube ich, streng. Nein, gar nicht. Normalerweise werden die gepflückt, weil sie ja in Aussee das Narzissenfest haben. Und heuer sind die nicht gepflückt worden, weil es wie so vieles andere auch abgesagt worden ist. Und Gott sei Dank sind sie auch nicht gemäht worden. Also speziell beim ersten Wochenende, der Peter war allerdings beim zweiten. Da kommen dann auch noch Fotos von der Wiese dann. Da haben wir dann auch noch was. Genau, haben wir herrliche Blumenwiesen gehabt. Aber, ich weiß nicht, Peter, magst du noch was sagen? Vielleicht hören wir die jetzt besser, weil... Ja, das ist dann am zweiten Tag in Hallstatt direkt, wo wir das Boot auf der See haben, nachdem wir selber eine Bootfahrt gemacht hatten, im Gegenlicht. Ja. Mit was bearbeitest du deine Bilder, Peter? Capture One. Okay, also du musst auf alle Fälle beim Exportieren, ist das ein Olympus? Ja. Du musst auf alle Fälle, also die Schärfe wirklich um Eckhäuser zurücknehmen. Das ist einfach schade. Du bist einfach da wirklich auf Anschlag und du ruinierst dir die ganzen Fotos. Okay. Ja, ist auch meine Meinung. Ich habe mir die Fotos heute am Nachmittag angeschaut, weil du sie auf die Dropbox gestellt hast. Und ich finde auch, dass sie überschärft sind. Es ist gar nicht notwendig, deine Fotos
dann eh perfekt scharf und du hast den Regler irgendwie sehr stark noch rüberzogen, glaube ich. Weißt du, manchmal meint man es recht gut, aber jede Technik, wenn man die Technik sieht, ist sie schon schlecht. Und gerade bei so fein strukturierten Motiven natürlich, durch dieses starke Schärfen, ja, wirst du jegliche Struktur im Bild dann einfach einmal zerstören. Die Motive sind teilweise sehr, sehr gelungen. Ja, zu dem Motiv vorher möchte ich noch was sagen, dass wir haben beide Gruppen gemacht. Am Sonntag war der Wetterbericht ja jeweils auch nicht sehr berauschend. Da haben wir zweimal Glück gehabt und der Regen ist erst am späteren Nachmittag gekommen und wir sind direkt bei Hallstatt ins Echental rauf, wo herrliche Wasserfälle... Kommt der rote Faden her? Bitte? Warte mal, der rote Faden? Warte mal, gehen wir da zurück. Das schöne Wasserfallbild, Horsters Leibniz. Oben das ist steht. Interessant, das ist interessant, warum der rote Faden. Wir würden das kritisieren in unserer Fotorunde. Ja, wir wissen jetzt auch nicht, von wo der rote Faden ist. Gibt es da eine Idee, Peter? Das ist ein Bildausschnitt und da ist die andere, der Rest der Gruppe ist auf der anderen Seite gestanden. Ich nehme an, dass da irgendwas von der Ausrüstung oder so von den anderen Kursteilnehmern reinhängt. Das können wir vielleicht rausstempeln. Ich glaube eigentlich, dass da Pflanze reinhängt. Ja, das schaut so aus. Das ist witzig. Bei so einem monochromen Bild, wo nur Weiß eigentlich dominiert. Das fällt unheimlich auf. Ja, fällt unheimlich auf. Das ist aber ein sehr guter Blick. Die Fotogruppe Leibniz wird wieder eingeladen zur Bildbesprechung. Vielleicht noch ein Kommentar von mir, vielleicht noch überhaupt interessant, den oberen Rand wegzuschneiden, dass man eigentlich nur das Wasser hat und die Steine noch nicht. Gell? Genau. Wahrscheinlich war durch den Regen, nehme ich an. Dann haben wir jetzt ein Foto von Franz bekommen. Der hat uns mehrere geschickt, aber leider in einer zu geringen Auflösung. Und das ist sozusagen das Bild, das also sehr in guter Auflösung gekommen ist. Ja, so Wassertropfen auf Blättern natürlich sind immer eine gute Sache, wobei die Schärfe ja sehr gering ist. Also ein bisschen mehr Schärfentiefe würde ich mir da schon wünschen. Ja, bei solchen Aufnahmen wäre es halt empfehlenswert, die Stativer zu verwenden, damit man da wirklich genaue Kontrolle hat, wo die Schärfe genau liegt. Naja, und ich denke mir, wenn man ein bisschen abblendet, auch punkto verwackeln, und man tut es halt auch leichter mit der Bildgestaltung. Das ist halt eh das, was wir immer sagen, aber ja. Ja, Stativ wird, hilft da ganz viel. Ne? So, und jetzt haben wir wieder mehrere Bilder bekommen von Matthias. Jetzt würde ich mal den Peter kurz bitten, weil ich glaube, da wäre jetzt einmal deine Expertise angebracht, dass du ein bisschen was dazu sagst. Also das von der, ja, grüß euch alle einmal miteinander. Dieses von der, das Bild ist ausgezeichnet, gefällt mir sehr gut, speziell der dunkle Schatten im Zentralbild. Von der Komposition her ist ein Mittelhorizont mit Spiegelung, aber Spitze. Ja, also dieser dunkle Schatten gibt dem Ganzen nochmal so einen richtigen Pep, gell? Ja, das ist sozusagen dann der Brennpunkt, wo der Blick dann irgendwann einmal drauf ruht. Ja. Das schaut aus wie ein Markierungspfeil, gell? So wie ja, und die Form ist ja sehr interessant. Und es endet ja genau nämlich bei dem kleinen Schlösschen oder was immer das da auf der rechten Seite ist. Ja. Genau. Ja, genau, das ist gegenüberliegend von Hallstatt und man muss dazu sagen, da haben wir alle sehr schnell sein müssen, weil wir sind dorthin gekommen und der Schatten ist natürlich immer größer und größer geworden und kurze Zeit später war dann da drüben auch das Schlösschen und alles schon im Schatten. Ja, das glaube ich. Ja, da habt ihr richtiges Postkartenwetter gehabt. Ja. Da ist jetzt gerade jemand rausgeflogen, den muss ich reinholen. An den Matthias. Interessanterweise hast du auch 4:3 Bilder. Hat das irgendeinen besonderen Grund? Nein. Bist du ein Olympus-Fotograf? Nein, Canon. Okay. Nein, ich glaube, der Matthias, was ich jetzt weiß, ich habe mir die Fotos ja angeschaut, das sind alle in einem anderen Seitenverhältnis. Ich habe die zugeschnitten. Okay, also das Thema Seitenverhältnis werden wir auch einmal behandeln. Das sind uns jetzt auch ein paar interessante Sachen aufgefallen. Wobei es ja keine richtige und keine falsche Seitenverhältnis ist. Nein, es gibt es nicht. Man sieht ja da, das ist wieder an der Seitenverhältnis. Er hat so zugeschnitten, wie es bei ihm für die Bilder passt und für den Ausschnitt. Das ist ja voll okay. Ja. Da würde ich vielleicht den Peter einmal kurz bitten, ein paar Worte zu sagen. Also beim vorigen, das war eine sehr schöne Diagonale durch das Bild durch. Das leitet sehr gut den Blick durch. Also wenn man da schaut, von genau ja. so durch. Und die Häuser, die sozusagen da im Profil drinnen stehen,
ausgezeichnet. Und man erkennt da sehr gut die Perspektive, die sozusagen dann reinleitet mit dem Geländern auf der Straße oben und dann mit der Seeoberfläche sozusagen. Und im Hintergrund, der Hügel auf der anderen Seite sozusagen, leitet dann den Blick wieder zurück mit einer anderen Linie im Winkel. Genau. Klar, Gegenpol sozusagen. Ja, ja, weil wenn da nichts mehr auf der rechten Seite, dann wird es vielleicht ein bisschen zu schwer sein auf dem linken Bereich. Ja, aber Hallstatt ist einfach spitze, gell? Ja, also, das klassische Postkartenmotiv. Ja, und Vordergrund macht Bild gesund. Das ist da natürlich auch der Klassiker, einfach dieses schöne, satte Grün mit dem blauen Himmel und mit der Wolke. Also, genau, da hast du vielleicht sogar also so teilweise das schöne Kurve, die da reinleitet und dann über den Hügel rauf, wo die Wolke dann sitzt. Da sieht man recht schön das S, gell? Ja, genau. Diese und der nächste Hügel auch, ja. Genau. Und natürlich, wenn wir die Häuser da auf der rechten Seite haben, dann die Perspektivlinien leiten so richtig schön zur Kirche hin. Ja, was da noch dazu kommt, ist der Faktor Licht. Das ist halt in Hallstatt sehr wichtig, weil Hallstatt liegt zwischen den Bergen eingequetscht. Und das ist ein Motiv, das man zeitig am Morgen aufnimmt. Also es dauert ein bisschen, bis die Sonne über den Berg drüber kommt. So eineinhalb Stunden nach Sonnenaufgang, aber dann muss man dort sein. Weil dann hat man genau das Licht der Hallstatt drauf. Auch die Bootsfahrt, die man dann von Hallstatt raus macht, waren jetzt auch schon ein, zwei Bilder dabei. Das sind die klassischen Morgenmotive. Aber Werner, du hast das schon gesagt, weil wir haben im Vorfeld auch diskutiert. Ich glaube, das im Ort zu wohnen ist extrem wichtig, sonst muss man so früh raus. Bitte? Also, wir haben das im Vorfeld auch diskutiert. Ich glaube, das dort im Ort zu wohnen war extrem wichtig, weil sonst muss man so früh raus. Natürlich, weil hast du es relativ leicht. Und dann gehst du in der Früh fotografieren, aber das erzählen wir ja immer beim Reisefotografie-Workshop, dass auch das zur Vorbereitung dazugehört. Wenn man vor Ort wohnt, hat man den Vorteil, dann gehe ich in der Früh fotografieren und dann kann ich mich gleich zum Frühstück setzen, ohne dass ich noch was Gott wo wieder hinfahren muss. Genauso ist es am Abend, wenn ich fotografiere in der blauen Stunde, dass ich halt gleich wieder zurück in der Unterkunft bin. Und jetzt im Juni sind die Tage halt verdammt lang und die Nächte sehr kurz. Genau, genau, genau. Ja, das würde ich auch wieder sagen, jetzt haben wir beim Postkartenmotiv angelangt, gerade so da umgeschaut. Genau. Was da auch interessant ist, dass man zum Beispiel in der Malerei berücksichtigt und das da genau passiert ist, dass wenn man so ein kleines Haus oder eine Hütte einbaut, dass sozusagen eine Seite länger dargestellt wird als wir die andere. Dass man nicht in einem Winkel geht, dass beide Seiten gleich groß sind. Sozusagen die rechte Seite, die mehr im Schatten ist, ein bisschen länger als die linke. Weil das heißt, das wäre wahrscheinlich komplett eine unnatürliche Perspektive. Und das würde man auch wahrscheinlich so wahrnehmen, wenn die gleich lang wären von der Perspektive, oder? Genau, genau. Das ist das, da ist der Schmäh dabei. Und ich finde auch, also dieser Felsen, das ist natürlich immer das I-Pünktchen, oder? Ja, das funktioniert sehr gut. Der nochmal ein bisschen einen Kick gibt. Ja, und es geht auch so ein bisschen dann sozusagen einen Winkel durch, das gibt so ein bisschen eine Diagonale mit rein. Ich gehe nochmal schnell zurück, ja, genau. Ja, das wäre, ja. Genau. Gut, dann wollen wir mal weitergehen. Ja, dieses Vordergrund macht Bild gesund, ist halt einfach immer so Umrandung. Und was da noch schön ist, es gibt ein zweites Foto, wo es dann genau umgekehrt ist. Das heißt, dann hat man sich im Vordergrund ein Motiv gesucht. Also das kommt auch bei späteren Bildern auf, wo man wirklich auch versucht hat, einmal ein bisschen einen anderen Blick zu finden, was natürlich immer sehr, sehr gut auch bei den Bildern kommt. Ja, noch einmal, ich nehme an, da war es auch ein bisschen bewölkt und regnerisch, Bernhard, oder? Ja, geregnet hat es bei uns nie, aber es war bewölkt, ja. Ja, das war ja bei so einem Foto nicht schadet. Mir kommt es sehr in der Farbgebung sehr warm vor. War das so warm oder ist da der Weißabgleich gleich noch ein bisschen Richtung einfach ins Gelb gezogen worden? Also ich habe Weißabgleich, glaube ich, bei diesem Bild wenig verändert. Vielleicht ein Stück wärmer. Okay. Weil das Interessante ist, schaut sehr warm aus, aber es kann natürlich so gewesen sein, das kann man jetzt im Nachhinein nicht sagen. Und auch das Moos leuchtet sehr schön, also das ist ja auch wichtig. Das war so. Ja, genau, jetzt kommen wir zum Wolfgang, der uns auch Bilder geschickt hat. Ja, da haben wir vorher schon diskutiert.
Bitte, Bernhard. Das ist dieselbe Seite aus derselben Richtung, wo vorher dieses Postkartenmotiv verhascht hat, war nur eine andere Tageszeit. Genau. Ja, und wir haben danach diskutiert, schon im Vorfeld, ob es da legitim ist, den Kirchturm abzuschneiden, und da kann man von geteilter Ansicht sein. Das ist einmal so circa im 16:9 Format, würde ich sagen, was natürlich sehr Panorama ist. Und der Wolfgang meinte eben, dass der Hintergrund sehr dunkel war und das der Grund war, warum er dann gesagt hat, er beschneidet oben, was sicher Argument ist. Ja, mir ist eigentlich eher um Lichtstimmung der Platten gegangen und nicht um die ganzen Gegner komplett abgebildet. Nein, das ist eh eine super Idee, überhaupt keine Frage. Ich bin der Meinung, man darf abschneiden. Ja, nein, auf alle Fälle. Und vor allem das Problem ist bei blauen Stundenbildern, wenn da zu viel dunkler Bereich ist, dann wirken die normalerweise überhaupt nicht. Also da hat man oft dann das Problem, dass man den ganzen Effekt von der blauen Stunde irgendwie verliert. Ja, in der zweiten Woche, beim zweiten Wochenende war das dort noch ein bisschen anders, weil da hat dann der Berg noch sehr schön im Wasser gespiegelt. Der ist beim ersten Wochenende nicht ganz so gut rausgekommen. Beim zweiten hat man die ganze Szene nur besser einfangen können, weil da eben das Spiegelbild vom Berg im Wasser sehr nett war. Und wenn man das oben abschneidet, in dem Fall, weil unten hat man sozusagen Wasser mit Spiegelung, da schwimmt das. Wenn das oben abgeschnitten ist, dann ist das sozusagen oben verankert, das Bild. Und das gibt dem Ganzen eine Stabilität. Das tut man in der Malerei sehr oft, dass man was oben abschneidet, damit das sozusagen, anstatt dass es unten aufsteht, oben, von oben aufhängt. Mhm. Das Motiv. Sehr gelungen. Ja, finde ich ja. Das finde ich auch eine super interessante Idee. Einfach einmal in, sozusagen das Hauptkirchenmotiv in Unschärfe zu legen. Genau. Ja, weil das ist einfach um die Stimmung gegangen. Ja, ist super, super eingefangen, finde ich. Und wie unser Sehsinn funktioniert, das ist ja trotzdem sofort erkennbar. Ne? Und es, in Wirklichkeit schaut man auf die Kirchen und eher weniger auf die Blätter nachher. Ne? Das funktioniert spitze. Man hat sozusagen die Upline-Taste einbaut, dass man eigentlich auch bei dem Unscharfen im Hintergrund sofort weiß, um was geht eigentlich. Ja, ist ja klar. Ja, ja, genau. Ja, und jetzt sind wir bei der Postkarte. Das gehört natürlich auch dazu. Ja, in dem Fall mit Graufilter fotografiert, nehmen wir mal an, Wolfgang, oder? Genau, ja. Ja, weil die Oberfläche vom See so schön ist, das ist ja wirklich sehr... Aber von der Farbtemperatur relativ kühl gehalten, jetzt im Vergleich zu vorher, selbe Tageszeit, selbe Uhrzeit. Ja. Also ich glaube, ich habe immer noch kühler reguliert. Aber das passt da gut, weil es mit blauem Himmel irgendwie gut abgestimmt ist. Genau, nur bei Matthias vorher, der ist ja quasi daneben gestanden, die Fotos machen, und da sieht man deutlich den Unterschied in der Farbtemperatur. Wobei man sagen muss, das ist natürlich auch ein bisschen kameraabhängig und je nachdem bei der Bildbearbeitung, der eine hat es gerne ein bisschen wärmer, der andere kühler, also das kommt auch noch alles dazu. Ja, und was eine Rolle spielt, der Graufilter hat einen leichten Farbstich, den muss man auch korrigieren. Und ich glaube, ich denke hier eher mehr in Richtung kühlere Bilder. Ja, aber das macht ja auch gar nichts. Nein, das ist ja eine Geschmackssache. Das ist Ja, natürlich, eine Schwarz-Weiß-Umsetzung ist auch immer so ein tolles Thema. Das kommt gleich das nächste Bild, das dauert ein bisschen, eine ganz leichte Verzögerung. Schon. Die ganzen Spiegelungen, das schaut echt super aus. Ja. Und glaube ich, gleich machen wir vorher, wenn Oliver King haben, den Blaukanal runtergeredet, damit da hinten noch schon dunkel ist. Es schaut fast ein bisschen aus wie eine Infrarotfotografie. Ja. Die Kette, ja. Aber bei dem hast du keinen Filter drauf gehabt, oder? Nein. Weil da sieht man jetzt ganz deutlich den Unterschied bei der Spiegelung im Wasser. Jetzt unabhängig von Farbe oder Schwarz-Weiß, wie unterschiedlich die Spiegelung wirkt. Ja. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, der Wolfgang hat aber trotzdem eine Durchzeichnung. Also er hat nicht irgendwo reine weiße Flächen oder dunkle Flächen. Also er hat das Bild so bearbeitet, dass er überall noch ein bisschen eine Durchzeichnung hat, was dem Ganzen natürlich schon entsprechend einen tollen Look gibt. Ja, also ich habe die rechte Bildhälfte stärker nachgedunkelt als die linke. Beziehungsweise die linke habe ich gar nicht nachgedunkelt. Damit es ein bisschen anpasst, oder? Dass das harmonisch ist. Also habe ich im Lightroom einen Blaufilter noch drüber gekriegt. Ja, da haben wir jetzt einen interessanten Versuch gemacht. Und zwar, der Wolfgang und ich haben das Foto noch geschnitten. Das sollte jetzt jeden Moment umblenden. Und
das war mal so eine Variante, wo wir das relativ quadratisch zugeschnitten haben und dann haben wir noch das zweite Bild sozusagen, zeigen wir euch so das ursprüngliche Bild und das wirkt jetzt natürlich gleich ganz anders, weil wir noch viel mehr mit hineingenommen haben. Und was dann besser gefällt, ist jetzt Geschmackssache, aber mir persönlich gefällt das rechte Foto besser, weil ich finde, die Häuser oben schließen das Ganze nach oben noch ein bisschen ab. Also es ist insgesamt harmonischer. Also ich finde, das rechte gibt natürlich einen besseren räumlichen Eindruck. Die klingt sogar flach, finde ich. Ja, mir gefällt die Bildsprache von dir sehr gut, weil du sehr oft was im Vordergrund hast, da unscharfe Flächen, das gefällt mir recht gut. Okay. Ich glaube, Peter, du wolltest nur was sagen. Dass beide sehr gut funktionieren. Ja, es funktioniert das linke nämlich auch sehr gut, das stimmt. Ja. Also es ist und durch die Spiegelung hat man so eine sehr gute vertikale Komponente drinnen, weil alles andere eher horizontal drinnen liegt. Ja. Und es ist auch von den Farben sehr, also es sind jetzt auch nicht so, es ist eigentlich nur grün und ein bisschen rot-braun Töne drinnen. Im Ton, ja, genau. Es ist Ton in Ton. Ja, genau. Nein, ich kenne den Wolfgang jetzt auch schon länger und die Fotos haben einfach einen Wiedererkennungswert. Und ich habe mir dann auch ein bisschen die Metadaten angeschaut. Er fotografiert auch sehr gerne mit einer längeren Brennweite, immer offenblendig. Und dann habe ich natürlich wirklich eine coole Bildsprache. Ja, das ist spitze. Da hat es auch zwei Bilder gegeben, die man dann jetzt im Vergleich sieht. So mit verschiedenen Ausschnitten. Das ist auch dann immer wieder spannend, wie das dann unterschiedlich auch wirkt. Es ist interessant für mich, die Verzögerung dauert immer ein paar Sekunden, bis ihr das Bild seht. Ich habe es nämlich bei mir schon umgeschaltet. Ja. Und ich darf es dann auch nicht zu schnell machen, weil sonst schalte ich gleich weiter. Da würde mich gleich noch der Peter dazu meinen, zu dem Bild. Bitte? Da würde mich gleich noch Peter dazu meinen. Vom Krieg aufbauen. Das sind super und das funktioniert sehr gut, diese Zentralspiegelung und durch diese, weil du hast die Wellen geben da in Wirklichkeit die Tiefe, ne? Über die Wellen wanderst du über die Wasseroberfläche rein und diese horizontalen Spiegelungen geben da Stabilität. Das funktioniert sehr gut und es ist sehr strukturiert, das hat eine Textur. Sehr interessantes Bild. Also ich habe einmal mit jemandem gesprochen und der hat gemeint, dass es eine ganze Menge an Dreiecken gibt. Das hätte ich ja gar nicht so gesehen, aber... Naja, ja, ein Dreieck hätte es da schon. Schau, du hättest da, ein Dreieck. Ja, genau. Ja, ja. Und nach unten auch. Ja. Also da könnte eine Raute eigentlich, könnte man da reinbauen, wenn man möchte. Ja. Und wir haben jetzt bei ein paar Fotos auch die Fotos noch nebeneinander gestellt. Wobei das eine beim rechten Foto ist schade, dass es oben angeschnitten ist. Wenn du oben ein bisschen Luft gehabt hättest, dann wäre es noch perfekt. Ja, das Problem war, der Klang nicht drüber war ein schierer Steinschrank. Ich verstehe, das war so ein Kompromiss, dass du schaust, was musst du jetzt wegschneiden, damit es noch geht. Ja, ich habe heute schon aufgenommen. Also in der Aufnahme habe ich geschaut, dass ich mit der oberen Kante halt diese Steine halt nicht mehr erwische. Ich verstehe. Da haben wir dann die Knochen nicht mehr ganz aufgegangen. Okay, ich verstehe. Aber es war leider keine Möglichkeit, die Position zu wechseln, weil wir sind am Kopf gestanden. Nein, aber es ist auch dieser Grünton ist auch, finde ich, sehr, sehr schön. Ja, das Grün und hinten ein bisschen bläulich. Aber und natürlich durch diese Spiegelung und durch diese Holzstempeln hast du sehr starke vertikale Komponente und die Wellen wieder, hast du wieder diese horizontale Komponente, die nach hinten bringt. Das ist fast wie abstrakt. Abstrakte Bilder schon. Sehr interessant. Ja, auf dem rechten. Es gibt dann nämlich auch zwei Schwanbilder und die sind auch voll spannend. Und die haben wir jetzt auch wieder gegenübergestellt, weil ich finde, weil das war ja wahrscheinlich zur selben Zeit, oder? Wie du die Bilder. Knapp hintereinander, ja. Ja. Ich finde das sogar das selbe Schwan. Das geht nicht mehr. Ja. Aber das eine ist komplett von der anderen Richtung. Und ja, das ist wirklich, wirklich spannend. Ja, aber das ist, was der Wasser ist ja
Wasser ist, spiegelt den Himmel und den Boden sozusagen vom Seegrund, wenn Wind oder Wellen sind. Und sonst auf einer Seite spiegelst du den Himmel und auf der anderen Seite spiegelst du den Hang hinterm Ort. Und das ergibt den Unterschied. Das ist unglaublich. Das linke Pfüt in die Spitze mit dem ausgestreckten Hals, das sozusagen so ein Hackerl macht. Mit ja, das ist auch irgendwie... Also, aber man sieht, das linke ist viel spannender als das rechte, gell? Ja, also das linke ist echt gut. Ne? Ja, und weil so wenig Wellen sind, dass die Spiegelung so gut ist. Ja. Und ich finde, was auch noch total wichtig ist, dass du beim linken Foto rechts einfach so viel Platz hast. Also der Schwan hat wirklich jetzt genügend Raum, dass er quasi ins Bild hineinschwimmt. Genau, der kann sich noch bewegen. Das heißt, du hast da eine Geschwindigkeit drinnen. Wenn das Bild irgendwo hier enden würde, dann würde das, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Also nein, hier dieser Raum vorne ist ganz, ganz wichtig. Und dem rechten Schwan fehlt eigentlich die Spannung. Gell? Ich meine, oder weiß ich nicht, das Pech hat gehabt, dass es beim linken Bild weniger Wind war. Mehr passiert ist, ja. Das Recht ist brauner, das Gold und Braun auch sehr schön ist, ja. Ja, die Reflexion von Gehäuser. Ja, da haben wir jetzt noch auch zwei Varianten, da haben wir eine Farbvariante und eine Schwarz-Weiß-Variante, weil da sieht man nämlich dann auch so die verschiedenen Möglichkeiten, wobei dieses rot-braune rechts natürlich auch Ton in Ton Wahnsinn ist. Mhm. Nein, das ist wirklich fast abstrakt. Weiß nicht, Wolfgang, kennst du die Bilder von Mark Rothko? Der hat so ganz große Flächen, Farbflächen gemacht und mit Streifen drinnen. Mhm. Das musst du googeln, Rothko heißt der. Also ja. Ich glaube, habe ich schon mal gesehen. Ja. Also Peter, wenn wir jetzt oben dieses Wellblech noch wegschneiden, ist das jetzt wird uns das noch irgendwie weiterbringen oder ist das, glaubst du? Nein, das geht ja nicht. Nein, also ich habe probiert, aber ganz viel war. Nein, aber interessant ist, weil es noch ganz einen eigenen Akzent gibt, gell? Ja. Man weiß gar nicht im ersten Moment, was das ist, wenn man so schnell hinschaut. Das war toll. Und auch das Linke mit diesen kleinen Strukturen und die länglichen Formen von den Brettern und oben die Quadrate von den Schindeln, das schaut super aus. Mhm. Da habe ich nur die Blende, wollte ich euch nur dazu schreiben, weil eben das alles offenblendig fotografiert ist mit 200 mm. Das gibt eben diesen tollen Effekt, wo ich die Schärfe ganz in die richtige Ebene oder in die Ebene legen kann, die mir gut gefällt und habe hinten und vorn maximale Unschärfe. Also das finde ich einfach sehr, sehr ansprechend. Ja, und Gelb und Grün und Violett, das sind, Gelb und Violett sind komplementär und Grün ist eine analoge zu Gelben. Das ist eine Augenweide. Ja. Da bist du wahrscheinlich auch relativ weit unten am Boden gewesen, oder? Ja. Also Kamera am Stativ, gerade dass man über die Blumen drüber geschaut hat. Ja, das ist eh immer ganz wichtig, dass man einfach runtergeht, also man wirklich so weit es geht, am Boden runter und dann 10, 15, 20 cm machen da einen ganz großen Unterschied. Ja. Und das ist auch interessant, das war beim vorigen auch schon, da waren sie ein bisschen weiter vorn, dass du dann trotzdem, wie da sind sie hinten am Waldrand, diese vertikalen Blumen, die dort stehen, das gibt dem Ganzen eine andere Dimension noch drin. Da, oder? Ja, und vorher waren die Stängel ein bisschen weiter hervorn. Aber man braucht da hast du es jetzt da so im Mittelfeld, genau. Du brauchst irgendwas, an dem du dann ein bisschen nach oben handeln kannst. Bei uns ist alles horizontal. Mhm. Und so ganz, also wenn man so eher so große, weiche Flächen hat, dann ist er so ein ganz ein kleiner, scharfer, scharfes Element. Ist sehr, sehr gut. Das passt extrem gut zusammen. Also immer schauen, dass man halt sowohl vertikal als auch horizontale Elemente hat. Genau, und dass man die anhalten kann. Genau, dass du was hast, was du anhalten kannst. Und dass die kleinen Sachen ganz scharf sind und die großen weich, das ist sehr gut. So umgekehrt hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Und das schaut ja, der Hintergrund schaut ja aus, wie wenn er mit einem ganz groben Pinsel gemalt worden wäre, gell? Genau. Also hat es nur so ein paar hingetupft. Ja.
Und aber trotzdem, weißt, das brauchst du kaum erklären, was das ist. Das weiß jeder. Ne? Ja, genau. Also die Fotografen können doch malen mit der Kamera, wie der manchmal behauptet. Ja, genau, ja. So ist es. Und beim rechten Bild ist es oft wirklich extrem wichtig, von welcher Seite man dann sich an die Blume annähert und welche Blume man aussucht. Dann hat man eben die Chance, dass man vielleicht einen Hintergrund findet, wo kein Licht drauf fällt. Und dann hat man einfach auch unterwegs komplett andere Bilder, wo natürlich eine weiße Blume sich verdunkelt im Hintergrund super abhebt. Wenn ich das anders fotografiere, habe ich vielleicht was Helles hinten, dann wirkt das bei Weitem nicht so gut. Genau, wir haben in der Narzissenwiese extra Plätze gesucht, wo dahinter Schatten ist, damit sie eben die weißen Narzissen dann gegen dich gut, besonders gut abheben. Ja, und da rechten, den rechten noch die Bildbearbeitung. Also, dass der Kontrast stärker wird, ja, genau. Ja, die dunklen Bereiche habe ich noch stärker abgedunkelt. Ja. Ja, ja, weil es zu weiß gibt es keinen anderen Kontrast. Weiß ist das ja, selbst. Genau. Ja. Und das ist ja total legitim, dass man sagt, okay, man verstärkt halt dann Stimmungen und baut das so, wie man es dann halt gern hätte. Ja, aber ich finde das linke auch sehr gut. Bei dir, die gehen einmal zurück, Entschuldigung. Ja, nein, das linke ist auch voll spannend, das stimmt. Das und dass man sagt, man hat sozusagen dieselben Farben im hinteren Bereich. Das kommt gleich wieder, genau, schon wieder da. Weichen Flecken und im Vordergrund hat man eine Blume ganz scharf. Und das ist ja das Schöne, ich habe jetzt die Wochen war ich bei Radio Arabella und habe ein bisschen was über Handyfotografie erzählt, also bin da über meinen Schatten gesprungen und habe aber dann auch genau gesagt, dass eben diese Dinge, wie zum Beispiel Fotos, wo es halt um einen ganz weichen Hintergrund, wo es um Bokeh geht, dass man das also auch in naher Zukunft nicht berechnen kann, weil einfach diese optische Darstellung schöner ist, die ist dreidimensionaler. Das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man da richtiges Objektiv hat mit einer möglichst großen Blendenöffnung. Dann haben wir noch zwei Langzeitbelichtungen. Bitte. S, das ich kann nur sagen. Ja, genau, man kann eigentlich nur sagen, die schöne S-Form, die sich durchzieht. Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis das Bild bei euch ankommt. Ja, wir haben schon. Ah, ist schon da. Okay, weil der Oliver hängt so irgendwie. So funktioniert immer, wenn da was durchschlängelt. Ja. Genau, jetzt kann ich es noch einmal zeigen. An dem Tag ein bisschen das Problem war, wir haben doch immer wieder Wind gehabt, der natürlich mit den Pflanzen im Vordergrund und so gar nicht so einfach war. Aber offensichtlich hast du da eine Windstille. Aber man sieht eher ein bisschen eine Bewegungsunschärfe drauf, aber ich finde, das stört gar nicht. Ja. Nein, aber wenn es zu viel wird, wenn der Wind da recht fest reinbläst, dann. Ja, weil dann ist alles unscharf und da brauchst du irgendwas, was ein bisschen Halt gibt. Ich meine, es gibt ja jetzt auch so einen Trend, wo die Leute dann stundenlang belichten, wo dann wirklich nur mehr alles scharf ist, also unscharf ist, man null Kontraste mehr erkennt und so, also das muss einem auch gefallen, also das ist, finde ich... Ja, da ist wahrscheinlich die feine Linie zwischen, was kann man machen und was muss man alles machen. Genau. Weil beim nächsten Bild ist es, finde ich, extrem gelungen, wenn man es jetzt anschaut, wie schön da das Wasser noch kommt und da ist noch übere Durchzeichnung oben im Himmel. Genau. Also einfach ein sehr, sehr gelungenes Landschaftsbild. Man sieht auch, es schlingelt sich richtig schön in die Diagonale raus. Genau, und da oben das, der Ausschnitt. Das ist extrem wichtig, das V, gell? Das V, ja genau. Und, weißt du, und das sind dann wirklich zwei Vs, die sich fast treffen. Nicht? Du hast das eine, das zielt von oben runter und der Bach zielt drauf. Und dann in der Mitte hat man so ein bisschen diese Spannung zwischen den beiden Flächen. Wobei, da habe ich gemerkt, wie schnell sich die Rahmenbedingungen ändern, weil er war eine Woche vorher anschauen und da war der Wasserstand wesentlich niedriger und da sind im Fluss doch noch einige Steine mehr rausgekommen. Da war da viel mehr Wasser und viele der Steine und Plätze, die man vorher angeschaut hat, waren gar nicht mehr da, weil sie überflutet waren. Also so schlecht ist es oft gar nicht, wenn es regnet, oder? Ja. Ich habe noch geschwind die Vs eingezeichnet. Seht ihr das schon in rote Vs, nur damit man sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Also ja, jetzt habe ich da nur mal zum Vergleich, damit man einfach die beiden gut sieht. Genau. Was beim rechten Bild auch sehr wichtig ist und das ist perfekt gemacht, wenn du schaust, wo unten der Bach rauskommt beim rechten Bild,
eine, was das, so eine Linie soll nie direkt auf am Eck vom Güte enden. Also das sollte nicht direkt an der Diagonale enden. Genau, sondern das sollte eine breitere Fläche über das Eck machen. Wenn man nur eine Linie hat, dann entweder drüber oder drunter, aber nicht auf dem Eck, also weil das schneidet die Bildfläche in der Mitte auseinander. Also sollte quasi nicht diagonal genau da an der Stelle so. Genau. Warte mal, jetzt gerne mal zurück. Eine Linie soll nie an einer Ecke rauskommen. Genau. Jetzt zeige ich nicht. Ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter. Du meinst, es sollte nicht so gerade durchgehen, sondern entweder ein bisschen links. Genau, ein bisschen drüber oder drunter. Oder drunter, ja. Okay. Genau, genau. Ich bin so fasziniert, jetzt kann ich zeichnen. Seht ihr schon die roten Linien? Weil bei uns ja, quasi, ja. Genau, dann sieht man das. Ja, Wolfgang, da sage ich mal vielen Dank für die Bilder und auch natürlich an alle anderen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Fotogruppe seid und ihr möchtet einmal, ihr habt irgendein tolles Projekt oder ihr möchtet was vorstellen, einfach mit mir Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns und wir werden uns in Zukunft also schauen, dass wir auch Fotoclubs aktiv ansprechen oder Fotogruppen oder wenn jemand ein einzelner tolles Projekt hat, also dann stellen wir das gerne vor. Man kann immer sehr viel lernen und auch andere Leute inspirieren damit. So. Jetzt glaube ich, kommt schon. Jetzt habe ich noch zwei wichtige Bilder unterschlagen. Und zwar, wir haben uns noch ganz was Tolles für den Schluss aufgehoben. Es gibt nämlich nur zwei schöne Spiegelungen. Witze. Ja. Und der Wolfgang meinte, links ist die Spiegelung fürs Fotocafé von der Farbgestaltung her. So der perfekte erwischt. Und rechts wieder ins Grünliche. Und das wäre vielleicht wirklich einmal für ein Fotowochenende so eine Aufgabe zu sagen, okay, wir fotografieren einmal einen ganzen Nachmittag nur Spiegelungen, wir suchen einfach Spiegelungen. Also das ist, finde ich, immer sehr, sehr schönes Thema. Und das wird nämlich dann interessant, weil das Linke zum Beispiel kann man dann wirklich nicht mehr erkennen, weil sozusagen der obere, der Realitätsteil fehlt. Ne? Ja. Und das kriegt eine komplett andere Dimension dadurch. Also die andere Leute sitzen tagelang am Photoshop und verzehren so Bilder, damit sie das zustande bringen und wir machen das in einer 125. Sekunde. Genau so ist es. Aber das ist natürlich auch so Bilder, die Bildbearbeiter auch immer brauchen für alles mögliche, alle, wenn ich meine, du wirst auch so Archiv haben an so Sachen. Ja. Also so gesehen, aber wirklich sehr, sehr schön da gesehen. Da könnte man eine ganze Sendung einmal machen, mein Archiv, wo ich so zusätzliche Bilder nutze. Gut, aber jetzt wollen wir euch noch mit ein paar Informationen versorgen, bevor es die Photoshop-Challenge gibt. Also der Bernhard macht am 4. Juli in Hartberg einen Workshop Kunst im Garten und es geht vorher auch noch nach Herberstein in den Tierpark. Also das ist die Familie Lueger hat da einen tollen Schaugarten, den kann man natürlich auch so besuchen. Magst du vielleicht noch ganz kurz was sagen, Bernhard? Ja, wir starten, wie du schon gesagt hast, in Schloss Herberstein, wobei es nicht primär in den Tiergarten geht, sondern auch dort gibt es eine tolle Gartenanlage. Wir werden aber natürlich durch den Tiergarten auch marschieren. Und der Nachmittag, das ist mein persönliches Highlight, weil da sind wir im Gartenatelier Bella Bayer, wo unter anderem da dieser Tagliliengarten ist mit über 3000 verschiedenen Taglilien. Also das ist im Juli immer ein Blütenmeer, das ist unfassbar. Normalerweise gibt es da immer einige Kunst- und Kulturveranstaltungen dabei im Garten. Das ist heuer abgesagt, zum guten Teil. Aber was sehr wohl ist, ist die Kunst- und Kulturausstellung von diversen verschiedenen Künstlern, sind Objekte im ganzen Garten verteilt, Installationen und so weiter. Also Bella Bayer, wenn ihr das sucht, und es lohnt sich wirklich auch einmal einen Ausflug dorthin zu machen, auf der Web, wir werden das dann auch noch... Sie haben heuer nur 3 Wochen offen. Also es ist ein privater Garten, es ist nicht so ein kommerzieller Garten wie Kittenberger und Konsorten, sondern es ist ein Garten, der mit Liebe gestaltet ist und 3 Wochen ist er heuer offen. Ich schreibe euch das dann in die Kommentare noch rein. Bella Bayer heißt das so wie schön und ich glaube mit harten Pege. Nein, mit Bertha. Genau. Bella kommt von der Isabel, weil die... Ja, genau. Bayer ist die... Genau. Ja, wir waren nicht sicher, ob die Isabel sie mit B oder mit P schreibt. Ah, mit W wie Bertha. Ja. Und dann gibt es noch am Neusiedler See einen Workshop über Pferdefotografie mit der Nicole Löwy. Da gibt es am ersten Termin nur vier Plätze. Der zweite Termin ist quasi ausgebucht. Und nur schon ein bisschen voraus.
Nächste Woche ist, also in 14 Tagen gibt es dann Fotocafé Nummer 13 und da ist der Gast, der Till Hähne, ist ein deutscher Fotograf, der in Beirut lebt, der wird uns ein bisschen was über seine Art der Reportagefotografie erzählen und dann ist Sommerpause bis 30.08. und das Fotocafé Nummer 14 wird dann live aus St. Jakob im Defereckental sein. Wir werden euch aber dann natürlich eh noch früh genug informieren und jetzt will ich den Oliver noch bitten, du hast da wieder Fotos bekommen für die Photoshop. Challenge. Ja, ja, natürlich. Einen Moment, dann schalte ich euch kurz auf meinen. Die werden wir mal wegschalten, genau. Ja, genau. So. Gut, das ist das erste Bild. Da möchte ich euch nur kurz einen Blick hinter die Kulissen geben. Also, wir sind heute da im Office von der Wiener Fotoschule im 15. Bezirk in Wien. Und das ist der ganze Aufbau, den wir haben. Ihr seht eh da. Mischpult, Mikrofon, Licht, Kamera und Hintergrund. Und das war halt wieder, wie lange man braucht, kann, bis das alles gestanden ist. Ja, es ist echt immer ein Challenge, aber wir versuchen natürlich auch rechtzeitig fertig werden immer. Gell? Ja, aber wir versuchen natürlich auch die Qualität zu verbessern und haben jetzt einen gewissen Standard etabliert, das für uns auch angenehm ist. Und es macht uns natürlich auch einen großen Spaß und freuen uns auch immer über eure Rückmeldungen. So, jetzt habe ich den RAW-Konverter gestartet. Okay, man sieht ihn. Dieses RAW-Bild hat uns Wolfgang, unser heutiger Studiogast, geschickt. Und zwar ist das auch ein Nachtbild zur blauen Stunde von Hallstatt. Und wenn ich jetzt ein RAW-Bild öffne, automatisch startet bei mir der RAW-Konverter, Kamera RAW, dann sage ich nur mal, Objekt öffnen, sonst gar nichts. Also Objekt öffnen heißt, in Photoshop wird ein Smart-Objekt hochgeladen und ich kann jederzeit wieder zurück in den RAW-Konverter und habe durch diese Möglichkeit die 14-Bit-Farbtiefe noch weiterhin zur Verfügung. Wenn bei eurem RAW-Konverter da nur Öffnen steht, ich habe das nämlich bei mir anders eingestellt, da drückt es nur die Shift-Taste, weil dann steht Objekt öffnen, also ich drücke jetzt Objekt öffnen. Dieses, was ist da der Unterschied, Oliver? Wenn du nein, ich sage es jetzt gleich. Ja. Also ich habe jetzt da dieses Originalbild in Photoshop. Das ist jetzt das Originalbild. Das lasse ich jetzt so. Jetzt gehe ich da mit der rechten Maustaste ja, und sage, neues Smart-Objekt durch Kopie, also keine Kopie, sondern neues Smart-Objekt durch Kopie. Damit erhalte ich eine unabhängige Version von diesem Teil. Und wenn ich jetzt, und das beantworte ich deine Frage, Karl, wenn ich jetzt hier wieder doppelklicke, komme wieder in den RAW-Konverter, habe noch immer diese 14-Bit-Farbtiefe zur Verfügung und kann jetzt die RAW-Konvertierung machen. Und ich würde jetzt da einfach bei diesem Bild ein bisschen die Tiefen erhöhen, dass man sagt, okay, man sieht dann doch noch ein bisschen was von der Landschaft, die da ist. Und es ist eigentlich irrsinnig sauber fotografiert, korrekt auf die Lichter belichtet. Also für mich passt jetzt die RAW-Konvertierung. Ich brauche jetzt nur mehr okay wählen. Und jetzt kommt der große Vorteil. Ich habe jetzt in Photoshop zwei Ebenen. Die eine ist die RAW-Konvertierung, das beschrifte ich gleich mal jetzt mit RAW. Und wenn ich hier jetzt am Auge ein ausschalte, sehe ich gleich mal, das war das Originalbild, das war meine RAW-Bildung, RAW-Entwicklung. Und ich liebe das, dass ich immer wieder dieses Vorher-Nachher habe. Und deswegen ist das jetzt non-destruktiver Workflow, oder? Non-destruktiver Workflow plus zusätzlich ständig noch diese 14-Bit-Farbtiefe. Also ich sage immer, das Bild ist noch immer an die Mama angeschlossen. Also das heißt, die Mama noch mit diesen hochwertigen Bilddaten, die RAW-Daten. Ja, und dieses Bild, das ist jetzt so meine Interpretation, bietet sich jetzt an, um, dass ich sage, dieses Gelb, was ich da in der Stadt sehe und auf der anderen Seite da dieses Blau. Ich habe also einen natürlichen Farbkontrast und den würde ich jetzt gerne noch mit meiner Bearbeitung unterstützen. Das heißt, ich mache mir da jetzt noch einmal ein neues Smart-Objekt durch Kopie, ziehe mir das jetzt da unter die RAW-Konvertierung und starte noch eine eigene RAW-Konvertierung für diese Ebene. Man nennt es auch doppelte RAW-Konvertierung. Und da möchte ich jetzt dieses Bild so richtig gelb machen. Vielleicht die Belichtung ein bisschen mehr. Ja. Und die Farbsättigung knallen wir auch noch nach oben.
Das schaut zwar vielleicht jetzt ein bisschen wild aus, aber es liegt eh drunter. Passiert eigentlich noch gar nichts. Jetzt kann ich mir aber da oben zur RAW-Konvertierung eine Maske anlegen. Nehme ich mir jetzt einen schwarzen Pinsel, ja, so circa 20% Deckkraft. Ganz wichtig, 0% Härte. Und jetzt kann ich mir so ein bisschen einen gelben Glow noch über die Stadt oder Schimmer. Da punkte nur ein bisschen. Da auf die Spiegelung auch noch. Und da ist noch ein Licht am Horizont. Das tue ich auch noch. Ein bisschen größer noch. Den Vordergrund noch. Und jetzt schalte ich mal die Maske ein aus. Nur damit ihr seht, wie da plötzlich jetzt die Stadt viel mehr glüht. Also das ist jetzt so ein weihnachtlicher Effekt, sage ich mal ganz salopp. Ja, und wenn ihr die Maske euch anschauen wollt, wenn ihr die Alt-Taste hältst, könnt ihr... Schaut, die Maske jetzt nur ganz dezent, habe ich halt dieses Gelb da hineingebracht. Und das wäre es eigentlich jetzt. Also man könnte jetzt natürlich da noch diesen Ast noch wegretuschieren, damit man da vielleicht noch mehr vom See sieht. Aber sonst ist das Bild jetzt für mich fertig. Lieber Gast Wolfgang, was sagst du? Bist du zufrieden, was wir mit deinem Bild gemacht haben, final? Er lächelt. Ich habe ein bisschen mehr gemacht. Er sagt, er hat ein bisschen mehr gemacht. Okay, cool. Ja, gut. Dann gehen wir zum zweiten Bild. Das ist ein Foto, das habe ich mit meinem Telefon fotografiert. Da ist dieses Pärchen da, das ist in Salzburg im Schloss Glessheim. Da hinten ist das Casino untergebracht. Und das sind wir da mit ihren zwei lieben Hunden entgegengekommen. Und dann habe ich sie noch gefragt, könnt ihr mir nicht da so über diese Wiese drüber gehen? Weil dann ist diese Wiese nicht so leer und ich habe nur das Schloss, den blauen Himmel. Und diese Hunde, habe ich gesagt, bitte nehmt das außen. Weil da werden diese Linien da vielleicht noch ein bisschen unterstützt. Und das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Ich habe eh noch einmal abgedruckt, weil dann sind die wieder weitergegangen. Was mir jetzt aber bei diesem Bild vielleicht weniger gefällt, ist, dass er so ein grünes T-Shirt anhat und er ist halt mit seiner näheren Umgebung so Ton in Ton. Und da gibt es jetzt seit Photoshop 2020 das neue Update mit dem Tool da, und zwar nennt sich das Objektauswahl. Und das ist ein ganz ein klasse Tool. Ich brauche mir da jetzt nur ganz grob um dieses T-Shirt, muss ich dem Auswahltool nur ein bisschen helfen und sagen, bitte, liebes Werkzeug, liebes neues Werkzeug, kümmere dich jetzt da, was ich da jetzt auswähle und wähle aus. Lass mal noch fertig rechnen. Ja, jetzt dauert schon. Ah, jetzt ist es da. Und ihr seht, er hat exakt dieses grüne T-Shirt ausgewählt, obwohl da hinten noch eine grüne Wiese ist. Es ist unwahrscheinlich, was jetzt in der jüngsten Zeit an künstliche Intelligenz da in Photoshop programmiert wurde. Früher. Da würde ich dir noch ganz gerne was sagen, Oliver, es gibt jetzt wieder einige neue Funktionen. Aber du hast nur gesagt, dass da noch einige Fehler drinnen sind. Ja, das ist irrsinnig spannend. Ich sage nicht einige Fehler. Bei mir haben manche Funktionen am Rechner nicht geklappt. Also auf meinem Rechner. Ich habe das auf YouTube habe ich gesehen, bei den anderen, die das auch vorgestellt hat, hat es geklappt. Deswegen habe ich jetzt noch nicht die neueste Version installiert. Ich glaube, es kommt dann, also ich schätze, ich arbeite auf einem Mac, vielleicht gibt es da vielleicht noch ein Problem. Aber ich denke, sobald das mit einem Rechner funktioniert, wirst du uns das auch zeigen, oder? Ja, natürlich. Also jetzt hat er bei da... Mir ist nämlich beim Lightroom genauso gegangen. Ich war eine Funktion dann probiert, dass mein Rechner immer abgestürzt. Okay. Anders, also das einfach so ein Fehler ist jetzt in der Version. Nein, ich würde gar nicht sagen Fehler, sondern... Ein Bug. Das ist aber diese Updates, die waren umfangreich. Also da ist irrsinnig viel Programmierarbeit da dahinter, damit man das halt ohne den... Früher war das echt mühsam. Entweder mit der Hand auswählen oder mit Farbe, dann hätte es wieder da das Grün. Also echt mühsam. Naja, jetzt... Gehen wir wieder zurück zu diesem Bild. Also jetzt einfach Farbtonsättigung darüber legen. Ja, jetzt erhöhe ich gleich mal die Farbtonsättigung. Und jetzt verändere ich einfach die Farbe des T-Shirts, dass man halt ein bisschen mehr an Kontrast bringt. Und ich sage mal bei Rot, ja, jetzt gefällt es mir gut. Also jetzt kommt dieses Bärchen so richtig schön raus. Sie ja mit diesen rötlichen Haaren. Jetzt gefällt es mir gut. Schaut mal vorher, sind so Ton in Ton
und jetzt passt es mir gut. Was mir jetzt noch nicht ganz gefällt, ist, ist dieser Farbe, also dieser fade blaue, wunderschöne blaue Hintergrund. Also das könnte man jetzt vielleicht mit Wolken noch ein bisschen aufpeppen. Ich habe eine ganze Armada von verschiedenen Himmeln schon fotografiert und da habe ich halt, ich blende mal die unteren zwei aus, diesen Himmel fotografiert und den werden wir jetzt da noch einbauen, dass das wirklich schön zusammenpasst. Naja, als allererstes schauen wir mal, ich reduziere mal da die Deckkraft. Ah, okay, da sieht man jetzt das Schloss. Ich lege mir jetzt da mal eine Maske an. Schwarzer Pinsel, 100% Deckkraft und blende mal das Ganze wieder aus, dass man das da sieht. Das Schloss wieder und jawohl. Aber ihr seht jetzt, es passt sozusagen der Himmel in dem Bild mit dem vorhandenen Himmel, den ich aus meiner Bibliothek habe, nicht ganz zusammen. Naja, die Idee ist jetzt, dass ich sage, ich gebe jetzt diesen Himmel in einen Ebenenverrechnungsmodus, der das Bild mit dem Untergrund so verrechnet, dass das, was hell im Bild ist, bestehen bleibt und das, was dünkler ist, ausgeblendet wird. Und da ist halt der ideale Verrechnungsmodus aufhellen. Ihr seht es eh, jetzt passt das schon ganz gut zusammen. Für meinen Geschmack ist der Kontrast da noch intensiver als da. Naja, dann gebe ich halt da ein bisschen die Fläche zurück und reduziere so die Deckkraft und jetzt verschwimmt sozusagen das wirklich gut. Es ist jetzt eh langweilig, spannend. Oder Karl, was sagst du dazu? Ja. Also das heißt, seid ihr mal irgendwo und habt ein Bild gemacht, wo der Himmel halt so blitzblau ist und ihr habt jetzt gesagt, na, es wäre doch gut, weil weißes Schloss und ein paar weiße Wolken, dann wäre das die Möglichkeit, wo man das schnell lösen kann. Gut, dann was habe ich noch vorbereitet? Oliver, ah ja. Ich habe eine Frage. Okay, gut. Eine Frage. Beim linken Arm, zwischen linken Arm und Körper ist eine grüne Wiese, die ist jetzt auch rot. Kannst du das zurückmalen? Kannst du das nochmal wiederholen? Zwischen dem linken Arm und, der, und dem Körper ist eine, rot, ist eine grüne Wiese normal. Ah, da! Ja, natürlich! Ja. Sehr wie gut, also mit einer Maske. Das ist ja der große Vorteil von einer Maske. Ich muss jetzt nur da einen schwarzen Pinsel nehmen. Und mal das halt da ganz vorsichtig. Okay, okay, alles klar. Also das ist ja der Vorteil, wenn man mit Masken arbeitet. Aber Uli, ich muss sagen, du hast ein sehr gutes Auge. Mir wäre das nicht aufgefallen. Okay. Also Kompliment an die Zuhörer. Ja, und nicht so sehr. Ja, cool. Ich habe jetzt nämlich zum Schluss noch ein paar kleine Umfragen vorbereitet. Jetzt höre ich den Oliver da mal. Warte mal, wir sind aber es kommen noch zwei Bilder. Entschuldigung, nein, bitte dann. Gut, also ich habe noch was vorbereitet. Jetzt komme ich erst richtig in Fahrt, Karl. Ja, dann kann ich dich nicht aufhalten, um Gottes Willen. Gut, dieses Bild hat uns Helmut eingereicht. Helmut, vielen Dank, dass du uns dieses Bild zur Verfügung gestellt hast. Er hat da ein Composing gemacht, also das heißt, das war das Originalbild. Dann hat er da diese junge, hübsche Frau hinein retuschiert, also er hat sie aus einem anderen Bild ausgeschnitten und da hineingebastelt und dann war das seine finale Bearbeitung, also man sieht, man hat das Bild ein bisschen abgedunkelt und ihr Oberteil von grün auf braun gefärbt, gefällt mir sehr gut, nur das Einzige, was vielleicht mir ein bisschen stört ist, es schaut noch immer so ein bisschen aus, wie wenn es mit der Schere ausgeschnitten ist und einfach auf dieses Bild gelegt wird und der Grund ist der, sie hat hier unten, wo sie sich jetzt so drüber lehnt, keinen Schatten. Und den werden wir jetzt noch schnell einbauen. Also das heißt, beim Schatten, das habe ich euch eh schon mal gezeigt, als erstes brauchen wir mal einen Kernschatten. Also der ist wirklich ganz schwarz. Den malt man halt da mit der Hand unten einmal da rein, den Kernschatten. Hier sieht man es eher ein bisschen bei ihrem T-Shirt. Gut, jetzt muss man natürlich mit einer Maske den ein bisschen weicher gestalten. Wir reduzieren da ein bisschen die Deckkraft und machen da ein bisschen weicher den Kernschatten, dass das nicht so eine harte Kante ist.
und da lasse ich ihn schön auslaufen. Okay, das ist jetzt einmal der Kernschatten. Da oben auf Ihrer Hand, nehme ich ihn auch noch ein bisschen weg. So, gut. Und jetzt müssen wir noch unten halt ein bisschen abdunkeln, weil das Licht fällt ja da nicht so hin. Das mache ich mit einer Gradationskurve. Ich ziehe einfach da den Weißpunkt runter und wende das dann wieder lokal. Jetzt habe ich die Maske konvertiert, sie ist jetzt schwarz. Nehmen wir jetzt einen weißen Pinsel und male das jetzt da, diese Abdunkelung nur darunter, halt einmal hin, mache die Pinselspitze noch ein bisschen größer. Einmal noch. So, und wenn ihr euch das jetzt anschaut, jetzt ist sie geerdet. Also da ist sie noch ausgeschnitten. Ja, jetzt ist sie geerdet und das schaut schon viel realistischer aus. Was jetzt noch dazu kommt, dass man immer noch nicht das Gefühl hat, dass sie sozusagen in diesem Bild integriert ist. Einfach, ich habe hier in diesem Bild andere Kontraste als hier, weil sie wurde mit Blitzlicht fotografiert. Das ist natürlich ein knackiger, ganz ein intensiver Kontrast. Und da habe ich halt Schatten und das ist halt ein ganz weiches Licht. Und das muss ich jetzt noch ein bisschen anpassen. Und da gehen wir einfach einmal wieder mit einer Gradationskurve. Ich reduziere den Kontrast jetzt da einfach. Da wird sie jetzt ein bisschen gräulicher. Natürlich muss ich das jetzt wieder nur auf die Person anwenden. Weißer Pinsel, 100% Deckkraft. Jawohl, jetzt ist der Kontrast weg. Schaut schon noch besser aus. Gut. Jawohl. Schauen wir mal, vorher intensiver Kontrast, jetzt ist es besser. Und was ich jetzt noch machen würde, ist, sie hat noch irrsinnig zarte, rosare, intensive Hauttöne, aber da unter diesem Baum, unter diesen vielen Blättern, habe ich ein grünes Licht. Und jetzt nehmen wir einfach eine Farbbalance und ziehe das jetzt ein bisschen ins Grün, aber ich möchte es nicht aufs ganze Bild übertragen. Hier habe ich mir ja schon die Maske angelegt für die Person, das seht ihr da. Naja, jetzt tue ich nur diese Maske, mache ich mir da eine Schnittmaske. Das heißt, das, was ich jetzt anwende, wirkt dann nur auf die Unterebene und dann wirkt es halt nur auf die Person. Schaut, jetzt mache ich sie ganz grün, das ist natürlich nicht gut. Gehen wir mal da auf 0, das muss natürlich jetzt ganz zart passieren. Ganz dezent ein bisschen ein Grün auf sie und jetzt passt sie super da hinein in dieses Composing. Ich schalte jetzt einmal diese ganzen Ebenen, gebe jetzt in eine Gruppe. Und das ist jetzt nur die Anpassung. Schaut einmal, vorher, da hat sie noch recht ausgeschnitten gewirkt und jetzt passt sie da viel besser in dieses Composing. Also Helmut, Dankeschön für dieses Bild. Ich lasse dir gern diese Photoshop-Datei zukommen. Ja, cool. Voll cool. Eines habe ich noch, Karl. Nein, wir hätten mal einen neuen Rekord, fast 2 Stunden. Naja, aber wenn so, so. Also, das ist ja auch wieder ein super Beispiel, aber das geht jetzt ruckzuck. Nein, das passt schon, Oliver. Das ist jetzt von dir ein Bild, Karl. Oh je. Ja, also, wunderschön fotografiert. Also wir haben da einen ganz... Was trinkst du? Ja, gerne ein Bier nachher. Ja. Ich wäsche so einen trockenen Mund. Ja, also wunderschön fotografiert. Das ist die neue ÖMTC-Zentrale da in Wien, bei der Südosttangente. Auch der Himmel perfekt. Also mir gefällt das irrsinnig da gut, wie das so strahlenförmig die Wolken sich da bilden und direkt auf dieses Gebäude leiten. Aber man sieht halt im Bild ein paar kleine Störer. Naja, heutzutage mit Photoshop ist ja das kein Problem. Also da haben wir ein paar Störer. Also erstens machen wir mal die RAW-Konvertierung. Da habe ich den Himmel sogar ein bisschen intensiver gemacht. Also das heißt, noch mehr Drama ins Bild. Also jetzt kommt es für meinen Geschmack noch besser. Und ich habe noch eine zweite RAW-Konvertierung gemacht und habe da lokal, also das ist jetzt, ich schalte kurz die Maske aus, die habe ich ein bisschen heller gemacht. Und dieses Hell habe ich nur da auf diese Rundung vorne, also das ist näher bei der Kamera, und da auf diese Rundung, ich schalte das jetzt nochmal ein aus, jetzt sehe ich ganz wenig nur. Das schaut jetzt schon mal für meinen Geschmack ganz cool aus. Dann sehe ich da im Büro irgendwie ein paar so Kopierer, die da noch eingeschalten sind oder die halt so bläulich geleuchtet hat. Das macht man einfach mit dem Kopierstempel. Ich bin so bemüht, dass ich da eine bringe. Aha, na gut. Also dadurch, dass wir ja non-destruktiv arbeiten, kann ich ja das ein- ausschalten. Lass mal es einmal ausgeschalten. Ja, was mich vielleicht noch ein bisschen irritiert hat,
war dann da dieses rote Licht, was da durchgeschimmert hat. Naja, das wegretuschieren ist eine ziemlich lange Aufgabe. Gibt es einen viel schnelleren Weg? Man nimmt einfach eine Einstellungsebene Farbton-Sättigung. Schaut's her. Du nimmst die Sättigung raus, oder? Ja, aber nur bei Rot. Im Rotkanal, ja, schwupp, ist er weg. Also das dauert genau 2 Sekunden. Schaut's her. Und das Rot ist weg. Natürlich mit einer Maske nur dann dort angewandt. Dann hätten wir mal das. Dann sehe ich da noch so einen Kanaldeckel im Vordergrund. Der gefällt mir auch nicht. Das ist natürlich auch gleich erledigt. Schaut's, schwuppdiwupps. Das ist so ein Störer auch, wo ich sage, wenn der Architekt sagt, er hat den bewusst so gesetzt, na dann lässt man natürlich drinnen. Also ich habe jetzt entschieden für mich, dass ich das, Carlo, sagst du, ist besser. Ja, passt. Ja, gut. Ja, dann fährt man da dieser weiße Lieferwagen, der sticht so ein bisschen raus. Alles, was hell ist in einem Bild, das zieht den Blick. Naja, da haben wir den da auch noch weg. Ja, sehr gut, gefällt mir auch gut. Ja, und jetzt habe ich bei diesem ganzen Gebäude noch ein bisschen das Problem. Es sind nämlich da ein paar Fenster, da sind die Büros beleuchtet und dann ist da dieses riesige Gebäude, der restliche Teil, wo die Fenster unbeleuchtet sind. Und da habe ich auch wieder da vorne das gelbe Licht. Nein, also ich habe mir gedacht, jetzt werden wir noch in 3 Büroräumen das Licht aufdrehen, weil dann schaut das für meiner Meinung nach noch besser aus. Naja, ich wähle einmal ganz einfach da mal diese 3 Fenster aus. Das mache ich mit dem Polygonlasserwerkzeug. Habe das Polygonlasserwerkzeug da in der Optionsleiste auf Plus gestellt. Das heißt, ich kann eine weitere Auswahl wählen. Und da noch einmal das Fenster. Okay, jetzt haben wir mal die Fenster ausgewählt. Als nächstes muss ich jetzt natürlich noch die Farbe mir suchen, die, also das wird jetzt, mache ich mir nur schnell eine Summenkopie, weil dort nehme ich dann die Farbe auf. Und jetzt nehme ich einfach eine Farbfläche und sage, bitte, da wo ich die Auswahl schon getroffen habe, wenn ich nämlich aus der Farbfläche rausfahre, kann ich mir da direkt aus dem Bild zum Beispiel da dieses helle Gelb auswählen. Ich brauche nur da kurz einmal klicken, jetzt hat er das genau diesen Farbton ausgewählt. Und wenn ich jetzt OK drücke, zeigt er mir da hinten schon diese im gleichen Gelbton diese Fenster gefärbt. Natürlich sieht man da, die sind nur oben gelb und unten ein bisschen bläulich. Na gut, lege ich mir nochmal eine Farbfläche an. Wenn ich mal die Deckkraft jetzt mal reduzieren, oder? Ja, natürlich. So, einen Moment, ich muss jetzt nur da kurz vorher noch das Blau mir aufnehmen, dann nehme ich mir jetzt die Pipette und sage, dieses Blau würde ich gern. So, jetzt lege ich mir die Farbfläche an. Jetzt hat er das vorher schon drinnen. Sehr gut, passt. Und jetzt ziehen wir nur einfach da diese Maske, die wir schon vorher angelegt haben, auf dieses Bild nach oben. So, einen Moment, jetzt habe ich mal versehen. Die Maske, Alt-Taste halten, hier nach oben kopieren, fertig. Jetzt sind es blau, aber das möchte ich nur im unteren Teil da oben. Das heißt, ich nehme mir jetzt da einfach einen schwarzen Pinsel und blende den. Du bist ja Maske, oder? Ja, jetzt bin ich auf der Maske und blende mir da, dass ich sozusagen da jetzt genauso wie da vorne diesen Effekt habe. Ja, und jetzt braucht man nur noch ein bisschen an Glow, weil dort, wo Licht aus dem Fenster rauskommt, müssen wir noch ein bisschen an Glow machen und das mache ich mir jetzt einfach, nehme ich mir da schönes, intensives Gelb da, das machen wir jetzt da mit einem ganz groben Pinsel, 10% nur Deckkraft da. Und das gebe ich noch in einen ebenen Verrechnungsmodus, lineares Licht, weil dann leuchtet es schön. So, und jetzt sage ich vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu intensiv. Na, geben wir es ein bisschen wenig. Ja, jetzt passt es gut. Und wenn ich jetzt diese 3 Ebenen in eine Gruppe verpasse, sage ich jetzt Licht. Dann schaut es jetzt einmal da auf diese 3 Büros. Ich schalte jetzt dieses Licht ein aus. Wow, okay. Vielleicht noch eine Spur zu intensiv. Jetzt reduziere ich die Deckkraft zu dem Ganzen. Jetzt passt es für mich. Und das schaut jetzt schon sehr realistisch aus, oder? Karl, was haben wir jetzt mit deinem Bild gemacht? Nun viel schöner wie vorher. Ja, danke. Jetzt kriegst du von mir ein Bild. Naja, das Einzige, was mir jetzt vielleicht noch ein bisschen stört, ist da diese Beschilderung von der Südosttangente und da diese Lichter. Naja, jetzt habe ich einfach
da haben wir diesen Himmel genommen, haben horizontal gespiegelt, haben den dann da auf diese Ebene eingepasst. Natürlich muss man das Gebäude freistellen und das schaut dann so aus. Und jetzt sage ich, glaube ich, wäre der ÖAMTC zufrieden, oder? Was sagst du, Karl? Ja, die sagen dann die Schüler füllen. Wo sind die Schüler hingekommen? Welche Schüler? Die von der Südostagente. Ja, genau. Ja, dann sind sie wieder da. Also, und das ist ja das Tolle, wenn man so non-destruktiv arbeitet und der Kunde sagt, ah, das gefällt mir, na, dann schaut es halt gleich wieder aus, die Ebene. Nein, ja, aber ich sage, so finde ich, schaut es cool aus. Also wirklich großartig, wie du drauf Klavier spielst, Oliver. Also das ist immer ein Vergnügen, dir zuzuschauen. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar, ich habe jetzt eine kleine Umfrage. Ah, Moment, Karl, Entschuldigung. Jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Ja. Einmal noch auf meinen Rechner. Bist du noch nicht ganz fertig? Nein, weil... So, einen Moment. Eine Sache, Entschuldigung, das habe ich jetzt ganz vergessen in der Aufregung. Du wolltest nur die Übung. Ja, es ganz gibt eine Photoshop-Übungsstunde. Genau, das zeige ich noch ganz kurz. Wir sind nämlich auch gerade am Konzipieren von einer Online-Reihe, die so ein bisschen Kombination Online-Offline ist für den Herbst. Ja. Und der Oliver hat sich jetzt da noch Übungsstunden vorbereitet. Also kann man auch bei uns auf der Webseite buchen und für die Photoshop-Fortgeschrittenen, die lernen möchten, einfach nachschauen. Und Karl, ich möchte noch was kurz dazu sagen. Und das ist jetzt in dieser Photoshop-Übungsstunde bearbeiten wir eure Bilder. Also das heißt, wir zuerst besprechen wir sie, jeder Teilnehmer hat jedes Bild und dann zeige ich halt vor, was würde ich optimieren und wir entscheiden dann gemeinsam, ist das jetzt besser oder ist das nicht besser und dann bekommt halt jeder am Ende des Tages ein optimal optimiertes Bild. Super. So, gut, jetzt stoppe ich da wieder. Und ich habe jetzt nämlich eine kleine Umfrage vorbereitet. Und zwar, mich würde interessieren, was für Bildbearbeitungsprogramm ihr verwendet. Ihr müsst jetzt eigentlich die Umfrage sehen. Und ich würde euch bitten, dass ihr da mal mitmacht. Das wäre nämlich immer das eine. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der zum Beispiel im Affinity oder im Luminar sehr gut ist, und der möchte mal ein bisschen was zeigen, dann wäre das natürlich eine super Sache. Das heißt, wenn wir jetzt Teilnehmer haben, die sagen, okay, ich kenne mich jetzt super gut aus und ich weiß einen Trick, zum Beispiel im Luminar oder vielleicht einmal im Capture One, also dann würde man gerne einmal jemanden einladen, der da ein bisschen was zeigt, weil wir natürlich auch gern breiter werden würden und wir auch wissen, dass nicht alle Leute Photoshop oder Lightroom verwenden. Aber wir sehen da eh, Lightroom und Photoshop sind eh die absoluten Favorites. Andere, was sind andere? Das hätten wir jetzt gern gewusst. Wenn ihr einmal bitte in den Chat schreibt. Schreibt einmal rein, was ihr an andere. So, jetzt ist bei uns der Strom ausgegangen, jetzt müsst du den Akku nochmal wechseln. Kein Problem, ja. genau, wenn ihr nochmal kurz, was sind die anderen, die ihr sozusagen noch so verwendet? Haben wir noch jemanden, der andere Software, was das wäre? Dann hätte ich noch eine zweite Frage, und zwar, wer ist in einem Fotoclub? Das würde uns jetzt auch noch interessieren. Okay, das sind interessanterweise relativ wenig. Von den heutigen Zuhörern. Genau. Ja. Und dann hätten wir noch eine dritte, nämlich, was uns jetzt auch noch interessieren, was uns noch interessieren täte, und zwar so. Wir haben soeben die 2 Stunden geknackt, Karl. Ja, super. Das dritte wäre nämlich noch, wenn ihr soziale Medien nutzt, zum Beispiel Instagram, dann wäre es einfach super, wenn ihr bei euren Fotos Hashtag Wiener Fotoschule dazu schreibt. Dann würden wir nämlich auch sehen, dass ihr uns markiert habt. Wir würden euch natürlich auch markieren und kommentieren, denn je mehr Interaktivität bei diesen Dingen passiert, umso mehr kommt auch Traffic zustande und das ist dann für alle Beteiligten eine gute Sache. Ich werde es nämlich einmal vielleicht für die erste Sendung nach dem Sommer vorbereiten, wie man richtig postet auf Instagram. Instagram ist meiner Meinung nach die interessantere Plattform. Facebook ist eigentlich sehr zu einer Short-Plattform mit Werbung verkommen. Aber um jetzt, also um Fotos zu präsentieren, ist, finde ich, Instagram halt also sehr gut geeignet, wobei es halt ein paar Sachen gibt, die es zu beachten gibt. Ansonsten sage ich einmal... Warte mal, ganz wichtig, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Genau, ja? Es gibt jetzt noch ein Fotocafé vor dem Sommer, und zwar am 4. Juli. Das habe ich eh schon gesagt. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, also, ciao.
Ciao und ihr knallt uns jetzt ein Bier, weil noch 2 Stunden reden, das haben wir uns verdient. Ja. Okay. Super gemacht.